Hallihallo. Aufgrund unvorhergesehener Umstände musste heute das Pen and Paper Dungeons and Dragons ausfallen, aber ich dachte mir, ich mache trotzdem heute irgendwas, was mit unseren lieben Pen and Paper zu tun hat. Ne? Und zwar, ich bereite die Kampagne vor. Hier sieht man es direkt. Zerstörer der Welten. Ich habe es hier als Karton. Ich habe es als großes Kampagnenbuch. Und mit ganzen Karten und all das. Und habe auch noch die neuen Regeln, das neue Regelbuch der Colonial Marines. Und das nutze ich natürlich jetzt, um alles einzufügen. Ich habe von Free League damals auch die PDFs gekauft. Die sind leider in Englisch. Das verursacht auch, dass ich zum Beispiel alle Charaktere, die sind alle schon drin. Ne? Aber ich bin ein deutscher Spielleiter und werde mir die Mühe machen, alles in Deutsch zu übersetzen. Ich habe schon für einen anderen Pen and Paper von Alien habe ich die ganzen Attacken übersetzt, eingefügt und so weiter und so fort. Die Attacken sind drin und so weiter, dass hier auch viele Sachen in Deutsch sind, dass die kritischen Verletzungen in Deutsch sind und so weiter. Ja, das mache ich jetzt. Das werde ich jetzt nebenbei machen. Wie gesagt, ich werde alles einfügen, alles reinschreiben. Währenddessen kann man mit mir reden. Es ist einigermaßen spoilerfrei. Also es ist so vereinzelt, dass man kriegt vielleicht mal einen Charakter zu sehen oder so, aber das ist jetzt kein großer Spoiler. Ich werde Texte schreiben, hauptsächlich zum Beispiel von den Charakteren. Antimate, Hallihallo, Wassermarsch, Prost, danke. Ja, also das ist meine Sache hier. Es wird jetzt kein aufregendes Abenteuer zu sehen sein. Hallo Noah. Es wird einfach nur die Vorbereitung auf ein Abenteuer zu sehen sein, wie ich hier alles übersetze. Man kann mir Regelfragen über Alien stellen, man kann mir Eindrücke Fragen stellen und so weiter und so fort. Neshu, Antimate, ich habe es gesehen, du wolltest Hammer spielen und dann tue ich dir auch den Gefallen, wenn du schon mal hier bist. Ich werde Hammer, wo ist er denn? Der liegt bei mir hier. Private Hammer. Den habe ich nämlich jetzt hier auf Folie und so weiter. Du wirst, ich zeig's mal auf meinem Webcam. Du wirst auch das hier eingescannt bekommen. Das ist das Original, der originale Steckbrief. Jeder von euch wird den bekommen. Dann habt ihr mal auch was, ihr könnt es ausdrucken, dann habt ihr was auch in den Händen, weil so sieht original die Steckbriefe aus. Ja, ich kann dich auch Mate nennen oder Anti oder sonst was. Aber ich habe dich ja halt hier notiert, dass du das haben wolltest. Und darum denke ich, das ist dann besser. Gut, wie gesagt, im Grunde habe ich durch ein Add-on alles schon in Englisch hier drin. Auch die ganzen Storycards und so weiter und so fort. Hier wäre zum Beispiel Private Hammer. Die ganzen Werte sind alle drin, aber hier ist ja alles in Englisch. Ne? Ich werde hier mal alles schön in Deutsches übersetzen. Und ich muss das alles händisch eintippen, also wird das auch was dauern. Aussehen. Ist überhaupt hier was drin? Nee. Das Aussehen können wir mal komplett das mal wegmachen. Der sieht so aus wie auf dem Bild. Punkt. Persönlicher Gegenstand, genau. Das ist bei ihm wieder was Besonderes. Weil er hat Drogen bei sich.
Es ist ein bisschen Drogentyp. Er hat nämlich 4 X-Stims. Stim-Spritzen hat der. Das verursacht, dass er in jeder Schicht, ne, also er muss ungefähr alle 8 bis 10 Stunden eine dieser Spritzen nehmen. Sonst steigt sein Stresslevel. Ist, naja. Und er kann keinen Stress mehr abbauen, sollte er keine neuen Drogen finden oder sie zu sich nehmen. Jede Schicht eine nehmen. Sonst plus ein Stress. Das ist gar nicht gut. Das macht es ein bisschen schwieriger mit ihm. Unter dem Stim-Einfluss. Ja, also ich habe hier das einer der wichtigsten ist ja auch seine Motivation. Hallo Noah. Ich guck mal gerade, wo seine Motivationsziele sind. Hammer war da ein bisschen seltsam. Genau, die Agenda-Ziele, hier sind sie. Die erste Motivation kann ich dir ja sogar verraten, weil die ist ja kein Geheimnis. Du bist besser als die paramilitärischen Konzerneinheiten und besser als die Pussy Marines um dich herum. Beweise es. Also, er ist hier so der Typ, der sagt, hey, ich krieg alles hin. Und das wird immer heftiger, je weiter das Spiel vorangeht. Und gut. Dem Einfluss. Er hat keine Kirche. Sein Kumpel ist Dante. Sein Rivale ist Mason. Ich guck mal, ob die Werte alle stimmen. Aber die stimmen alle. Gesundheit 5 ist recht hoch. Genau, er ist Marine. Ich muss mal schauen. Du hattest einen Storypunkt am Ende, ne? Dann kriegst du nämlich den Storypunkt schon. So. Genau, jetzt kommen seine Talente. Habe ich das schon mal übersetzt? Nein. Das habe ich auch nie übersetzt. Genau. Das macht man nämlich nicht hier. Da geht man nämlich hier in die Listen rein. Wo haben wir dich denn? Genau. Karrieren. Das könnte. Da ist zum Beispiel Overkill. Genau. Da habe ich natürlich meine PDF für. Die muss ich natürlich. Oh, jetzt habe ich die nicht aufgeöffnet. Wo bist du denn? Da ist es. Damit ihr das ja auch seht, kann ich euch das zeigen. Schauen wir mal. Wir haben ja hier unsere schönen PDFs. Wo waren denn die Talente? Da die Talente war bei Seite 4. Genau. Der Overkill, ne? Genau. Dann kann ich den nämlich einfach kopieren. Und alles ist gut.
So. Da er leider auch die Formatierung mit kopiert, muss ich das per Hand leider ein bisschen ändern. So. Also im Angesicht des Todes pulsiert statt Furcht nur blanker Zorn durch deine Adern. Du läufst nicht weg und versteckst dich nicht, sondern wirfst dich mit rasender Wut jedem Feind entgegen. Beim Ablegen eines Panikwurfs kannst du den Overkill-Effekt einsetzen. Seite 104. Dann schauen wir doch mal, was bewirkt denn hier diese Aktion. Ne? 104. Ah ja, hier steht einfach nur der Overkill. Erlaubt dir die Auswirkungen eines Panikwurfs von 11 oder höher durch den Overkill-Effekt zu ersetzen, falls sich Feinde in Sichtweite befinden. Löst du den Overkill-Effekt aus, musst du deine Gegner sofort angreifen und zwar so lange, bis entweder du oder alle Feinde in Sichtweite außer Gefecht gesetzt sind. Darüber hinaus müssen die Spielercharaktere in kurzer Entfernung zu dir sofort einen Panikwurf ablegen. Also du drehst völlig ab am Rad, ne? Hast dein Maschinengewehr und hörst nicht mehr auf, zu ballern und da kriegen alle anderen erstmal ein Herzkasper, wenn du das tust. Ne? Ich glaube, das schreibe ich auch noch hier rein. Als Erklärung. Sonst muss man nämlich immer nachgucken. Ne? So. Ja, nicht nur das, wenn du es nur noch tak-tak machst und der Gegner lebt noch, nimmst du dein Messer und stürzt dich auf den sozusagen. Also es hört nicht auf, bis die Feinde weg sind. Ne? So. Das verursacht natürlich, dass du musst das natürlich überlegen. Ne? Also wenn du jetzt eine Panik-Situation hast, siehst, was dieser Panikwurf verursachen würde, das wäre jetzt so extrem ein Nachteil, sagst du mir dann, ich will mein Overkill. Dann ist das so. Ne? Und gut. Genau, dann löschen wir dich mal. Und dann hauen wir den Overkill hier rein. Gut. Dann steht das alles in Deutsch hier. Und das ist dann besser, als wenn jemand die ganze Zeit nur in seinem Buch nachgucken muss. Ich habe das für die letzte, also für das letzte Abenteuer, habe ich das alles offscreen gemacht. Aber wie gesagt, heute wollte ich mal was machen. Ist das hier drin oder ist das schon ein allgemeines? Ich glaube, das ist ein allgemeines, ne? The Menacing. Ja, das ist eine allgemeine Fähigkeit. Also du bist Automatikschütze und Smartgun-Bediener. Wir können aber mal nachgucken, ob es. Weil dieses Abenteuer rauskam, bevor die neue Regel, das neue Regelwerk kam. Also hiervon. Wenn du während du im Overkill-Modus bist, sozusagen, ne, ist das ja eine Art Panik. Du wirst ja keine Würfeleinlagen machen in der Zeit, bis dieser Overkill-Modus bei dir vorbei ist. Ne? Erst dann kannst du erst wieder würfeln und dann kann auch wieder ein neuer Panikmodus erscheinen. Ne? So, aber ich guck mal hier im Buch. Ich habe das leider nicht auf PDF. Müsste ich noch holen. Aber da hier, das halbe Buch ist aber ein ganzes Abenteuerbuch. Darum weiß ich nicht, ob das klug wäre. So, aber es gibt hier neue Talente. Weil du bist Automatikschütze, dann gibt es hier Spezialisierungen. Genau. Genau, hier, der ist der MG-Schütze hier, Seite 55.
Es soll für jeden Beruf so ein Regelbuch noch extra erscheinen. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu viel ist, keine Ahnung. Da ist es hier. MG-Schützen, sogenannte Smart Gangma, sind eine ganz spezielle Sorte Marine. Der Servoharnisch der M56A2 mag die Waffe ruhig halten, doch es braucht Muskeln, dem Rückstoß der Smart Gun standzuhalten und mit ihr weiter auf dem Ziel zu bleiben. Du bist zäh und lebst für deine Rolle als Arschtreter in der Schlachtfeldfeuerunterstützung. Deine Kumpels scheuchen die bösen Jungs auf und du mähst sie nieder. Genau. Overkill ist hier drin, aber es gibt noch das Talent MG-Schütze. Über das Limit und Waffenspezialisierung. Ich muss mal gucken, wo sind denn hier die ganzen Talente? Ah, hier sind sie. Was, das war's schon? Sein Hauptattribut ist Stärke. Das ist auch hier, ne? Ja, ist auch da. Also das ist sogar schon so gemacht worden, als wäre es, weil du hast ja hier schon zwei Talente. Die Waffenspezialisierung, ich glaube, das steht im Inventar. Also du hast die Smart Gun sogar. Du hast da noch eine Pistole, ein Messer. Du hast dann hier noch eine Granate und natürlich deine Personal Armor. Darum hast du auch Panzerung 6. Also du bist schon ein hartgesottener Kämpfer. Also der hält auch was aus. Vor allem die Fähigkeit Menancing. Das ist nämlich hier Talente. Menancing, wo bist du denn? Da bist du. Bedrohlich. Ja, also das wurde schon berücksichtigt. Nein, die Smart Gun hat Energiewaffe und die gebe ich dir noch. Das ist im Moment alles auf Null, weil das ist meine Entscheidung, wie viele Munition du hast. Vor allem am Anfang der Sitzung werdet ihr euch ausrüsten und das ist dann auch abhängig, was ihr da für eine Munition findet. Die Smart Gun ist eine besondere Waffe, weil das ist, wie sie heißt, es ist eine intelligente Waffe. Sie hört zum Beispiel auf zu schießen, wenn du auf so einen Kernreaktor zielst oder so. Wenn da Sensoren dran sind, reagiert die Waffe darauf, ne? Also damit die nicht irgendwelche Außenwände zerschießt. So, genau. Ich brauche hier jetzt die andere Seite, das war nämlich auch hier, ja, genau, Talente, nee, das ist so, das war nämlich weiter unten, Kind, Talent des Offiziers, des Piloten, des Maschinisten, brauchen wir nicht, Wissenschaftler allgemeine, genau, hier bedrohlich, du besitzt eine furchteinflößende Ausstrahlung, die es dir leicht macht, andere einzuschüchtern, indem du dein Gegenüber bedrohst, damit es deinen Willen folgt. Kannst du bei Würfen auf Manipulation als Attribut Stärke statt Empathie verwenden. Bist du erfolgreich, darf dein Kontrahent im Gegenzug nichts von dir verlangen, kann sich aber immer noch dazu entscheiden, dich anzugreifen, statt dir nachzugeben. Ist einfach klar, ne? Also normalerweise ist Manipulation verbunden mit Empathie. Ne? Aber bei dir ist es Stärke und das ist ja sowieso dein Hauptattribut. Ne? Vor allem, wenn irgendjemand verhört werden muss, bist du eigentlich hier jetzt so der Profi dafür. So.
Es ist doch angenehmer, wenn man das auch in Deutsch dann immer hat, ne? So, dann nehme ich das nämlich raus. Und gehe auf Bedrohung. Oh, jetzt habe ich es groß geschrieben. So. Zieh's rein und hast es. So. Und funktioniert. Und es bleibt dann ja auch dann übersetzt. Also, es werden noch einige andere haben Bedrohung oder Overkill. Genau. Sonst haben wir mal die Waffe, die Smart Gun. Kann man mal. Ups, jetzt habe ich die Smart Gun gewürfelt. Als Zweier. Hätte jetzt 4 Schaden gemacht. So. Genau, das ist die Smart Gun. So sieht die aus. Die werde ich jetzt nicht in Deutsch übersetzen. Das wäre jetzt ein bisschen nervig. 6000 ist die wert. Weit, Reichweite weit. Ne? Ist schon schwer. Also es ist sehr klobig. Hast du entweder auf dem Rücken oder so in einem Gürtel vor dir. Also wenn du die trägst, kannst du nichts anderes in dem Moment machen. Also die ist jetzt hier aktiv. Dann würde ich zum Beispiel, wenn du die aktiv hältst, läufst du dann so mit dem Ding vor dir rum, würde ich dir sagen, nee, du kannst jetzt nichts anderes machen. Du kannst vielleicht Bedrohung, also dass du jetzt jemanden bedrohst, aber dass du jetzt zum Beispiel hackst oder sowas, das kannst du jetzt nicht. Da möchte ich, dass du das dann erblickst. Und die Waffe scharf machen ist bei dieser Sache sogar eine Besonderheit. Und zwar, es ist eine langsame Aktion. Es ist keine schnelle Aktion. Bei ihm ist es eine langsame Aktion. Weil es dauert ein bisschen, bis man den in den Gürtel hakt. So. Wir haben hier eine Beschreibung. Haha. Nathaniel A.V. Hammer. Ne, vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Ne, das werde ich auch übersetzen. Er ist ach komm. Wollt ihr mich verkackeiern? Das ist ja genau wie Windows. Automatikschütze. Smart Gun Bediener. Er ist psychotisch. So, jetzt habe ich nämlich ein kleines Problem. Und zwar, ich kann jetzt nicht einfach hier, ich markiere den und fülle ihn rein. Darum wird das jetzt schön reingeschrieben. San, hallihallo. Schön, dass du da bist. Befriedung ausgelegt. Und reißt Türen ein. Also er ist der richtige Hau drauf hier. Schaltet Sicherheitssysteme aus und neutralisiert feindliche Lager mit schwerer Artillerie.
Er ist ungefähr der Robot. Robot, genau. Ne? Es ist die Motivation und Ziele, ne, die sind einfach Wahnsinn. Ich bin gespannt, ob er einer. Ich glaube, das war Akt 2, oder? Nee, es ist bei Akt 3. Hat er ein Ziel? Da bin ich wirklich gespannt, ob Antimate das durchzieht. Also, wenn er noch so lange lebt, ne? Aber da bin ich wirklich gespannt. Das Tolle an ihm ist nämlich, du bist ein Soldat aus einer künstlichen Gebärmutter. Und wurdest nicht geboren. Du wurdest in einem Bottich gezüchtet. Und für den Krieg maßgeschneidert. Er ist ein Klonsoldat. Vielleicht kriegt er ja bei Actra hey, Order 66 durch ausführen. Ne? Dann gibt es ein Problem. Ne? Das USCMC. Dich dazu erzogen, ihre Waffe zu sein. Du liebst das Chor. Und würdest gerne für dieses sterben. Was für eine Nase habe ich, was für Pach, habe ich was verklickt? Habe ich was verpasst? Ach so. Oder noch besser. Oder noch lieber töten. So, jetzt kommt sein Nachteil. Du bist süchtig nach X-Stims, die Ärzte des Stützpunktes für dich verschreiben. Du arbeitest nicht gut mit anderen zusammen. Du wurdest gerade aus dem Bau entlassen. Also du bist gerade aus dem Gefängnis gekommen. Also so fängst du an. Weil du einen anderen Marine während eines Kartenspiels fast tot geprügelt hast. Du befolgst deine Befehle, aber wenn deine Jammerigen, das ist ein komisches Wort, finde ich, Teamkameraden
von den Missionsparametern abweichen, dann bringst du sie auch selber um. Das heißt, wenn irgendjemand abhauen möchte oder irgendwas machen möchte, was nichts mit der Mission mehr zu tun hat, ja, könntest du gefährlich werden für die. Ist das nicht ein toller Charakter, hä? Aber Dante magst du. Dante hat sich seinen Respekt verdient. Das liegt aber auch daran, warum Dante so ist, wie sie ist. So. Wie gesagt, das kriegst du alles noch als Steckbrief. Das scanne ich noch ein. Wenn du es dir dann ausdrucken möchtest, kannst du da alle Notizen drauf machen. Und dann seht ihr auch endlich mal, wie ein wirklicher Steckbrief, den man so auf den Tisch legt, auch aussieht. Sowas finde ich immer viel schöner. So. Das ist, also Zeit lassen, das ist jetzt nicht, etwas, was wirklich viel Zeit braucht. Ich habe ja einen Scanner hier. War mal mein Drucker, aber der druckt nicht mehr, aber scannen tut er immer noch. So, wir nehmen jetzt mal. Wo haben wir sie denn? Wo ist denn Mason? Dein Rivale. Blaze hat sich Chaplin ausgesucht, also der Androide. Er hat gesehen, wie gut Sun mit einem Androiden umgehen kann. Das wollte er jetzt auch ausprobieren. Das Schöne an diesem Androiden ist, der ist bipolar. Der Androide ist bipolar und hat eine Persönlichkeitsstörung. Ah, das wird toll. So, wir machen mal Mason. Hier, das ist Chaplin. Kennst du irgendwie, ne? Das ist nämlich ein Bishop-Druide. Übrigens, in diesem Abenteuer sind alle Druiden drin. Es gibt einen Ash-Druiden, es gibt einen Daniel-Druiden. Nee, David-Druiden, nicht Daniel. David-Druiden gibt's auch. Das wird witzig, wenn ihr auf dem trefft. Ah. Weil die sind nämlich ein bisschen umprogrammiert worden. Denn im Grunde sind ja die Daniel-Druiden die ältesten Arten. Ne? Also sind uralt. So, aber ich wollte ja Mason jetzt. Ne? Mason, wo ist er denn? Da ist Gunnery Sergeant Mason. So. Mitzi spielt Mason. Warte mal, ich kann ihn ja mal zeigen. Das ist er. Das hier ist der David-Druide. Er ist 117 Jahre alt. Ist der nicht nett? So. Genau, was hat sie denn jetzt eigentlich für einen persönlichen Gegenstand? Ah ja, okay. Ja, die geschmolzene Marine-Figur.
So. Mal gucken, wie viel hatte denn Mitzi am Ende? Sie hatte sogar 3 Story-Punkte. Gut, dann kriegt sie nämlich ihre 3 Story-Punkte. Steht hier auch, Kumpel ist Chaplin und Rival ist Hammer. So, ihre Fertigkeiten. Nerven aus Stahl und auch Overkill. Overkill haben wir ja eben übersetzt. Na, da brauchen wir nicht mehr viel machen. Ich glaube, so die viele Marines haben Overkill genommen. Den nämlich lösche ich jetzt, weil es die englische Version noch war. Jetzt hier rein, genau, ne? Ja. Nerven aus Stahl. Das müsste ein allgemeiner sein. Ja. Nerves of Steel, genau. Können wir noch mal gucken. So, hier ist sogar der MG-Schütze. Deiner Meinung nach gibt es nur eine Methode, um jede Art von Bedrohung umzugehen. Dauerfeuer! Bis sich nichts mehr bewegt. Wenn du einen vollautomatischen Feuerstoß abgibst, wird dein Stresslevel nicht erhöht. Weil normalerweise, wenn du nämlich mit einem Maschinengewehr einfach alles draufballerst, erhöht sich dein Stress. So, Nerven aus Stahl. Gleichgültig, wie aussichtslos die Situation ist, du behältst einen kühlen Kopf. Du erhältst einen Modifikator von +2 auf alle Panikwürfe. Ja, also du, wenn du dir mal die in Aktion angucken möchtest, schau dir mal den 2. Alien-Film an. Da sind nämlich so 2 MG-Schützen dabei, ne, die sich total, ey, bist richtig cool, ne, so, wir sind die coolsten, ne, und dann kommen ein Haufen Aliens und dann ballern sie, was das Zeug hält, ne, und, aber du solltest da nicht so enden wie die. Das wäre so mein Tipp. Kann ich das einstellen? Ich sehe dann, also ich krieg hier. Das wäre cool, wenn das so automatisch gehen würde. Dass der wirklich automatisch, wenn du einen Stresswurf machst, +2 auf alle Panikwürfe kriegst. Das heißt, du gehst nicht so schnell auf Panik. Nerven aus Stahl, genau. Nerven aus Stahl. MN, wo sind wir da? Ja, das funktioniert bestimmt. So, das will ich nämlich mal jetzt austesten. Das ist auch immer sowas. Ich glaube nicht, dass der das. Kann man das irgendwie einstellen? Notizen? Nein. Beruf? Nerven aus Stahl? Zum Schließfach? Gegenstand bearbeiten? Oh, das sieht nicht so aus. Er muss dann immer +2 machen. Ist das dann immer drin? Nein. Gehen wir mal davon aus, er hat einen Stress von 5. Aber wäre +2 jetzt nicht mehr Würfel? Aha, was ist das? Das muss man nämlich hier nämlich auf -2 gehen. Ja.
Siehst du, das ist, darum teste ich sowas auch immer aus. Weil für das System bedeutet es eher minus 2. Genau. Weil du kriegst ja, du hast ja Nerven aus Stahl, du wirst ja nicht panischer. Ja. Wäre ja ein bisschen doof, ne? Du nimmst ja 2 Würfel weg. In dem Sinne, wenn ich nämlich aber euch sage, zum Beispiel, ich möchte, dass ihr auf medizinische Hilfe würfelt, minus 2, bedeutet das eigentlich, dass ihr 2 Würfel weniger kriegt. Ne? Das ist dann schwieriger. Darum steht hier plus 2, ne? Was eigentlich eher bedeutet, bei einem Panikwurf, dass ihr 2 Würfel weniger kriegt, nicht 2 mehr. Das ist einfach umgedreht. Das steht also nicht, dass man es vergisst. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich das alles immer in Deutsch aufschreibe. Vor allem, weil ich das alles einzeln übersetze, merke ich mir das auch. Ich bin jemand, der durch Lesen und Schreiben mir alles merken kann. Und so habe ich auch immer gelernt. So, Overkill ist auch, ja, gut, alles drin, gut. Das ist Inventar, was hat sie? Da hat sie nämlich eine Pulse Rifle. Die hat auch ein Armor, hat auch natürlich, die hat die ganzen, sie hat auch eine Granatlauncher, ne? Also sie hat so ein, eine Panzerfaust, ne? Ist das eine Wegwerf? Stimmt, dass das nur einmal benutzt werden kann? Meine Art zu lernen war immer sehr seltsam. Ich bin eigentlich ein sehr guter Schüler. Auch in, ich schreibe immer Einsen und Zweien. Das haben sich dann die Leute gefragt. Ich sag mal, wie lernst du eigentlich? Ich so, ja, indem ich mir das merke. Ich so, hä? Wenn ich in der Klasse sitze und zuhöre, dann versuche ich mich später an diese Situation zu erinnern. Und wenn ich Hausaufgaben mache oder lerne, muss ich immer nebenbei 2 Sachen laufen lassen. Musik und Serie, dass mein Gehirn etwas noch abgelenkt ist. Und dann ist deine Sache, dass du es einfach audiovisuell hingekriegt hast. Ne? Es gibt Leute, die müssen wirklich alles niederschreiben, alles pauken. Ne? So einer bin ich nicht. Ich mache mir immer nur 5, 6, 7 Notizen, also so kurze Stichwörter und das reicht mir, damit ich ein Stichwort habe. Dann denke ich, ah, ja, genau, das. Du hättest mich mal für meine Prüfung lernen sehen. Also ich hatte so ein kleines Büchlein mit einfach mit Stichworten. Andere guckten sich mein Büchlein an und haben kein Wort verstanden. So, was hat die noch hier? Das ist ein Flammenwerfer, eine Pistole, Wachmacherpillen. Ja, gut. Also die hat auch schon eine schicke Ausrüstung. Ja, sie ist die ABC-Verteidigungsspezialistin und Gruppenführer. Also Mason ist der Anführer, nur Hammer, ne? Also das muss man sich jetzt merken. Sie ist der Anführer von der Gruppe. ABC. Das Ding. Gruppenführer. Ihre Persönlichkeit ist gründlich. Wie gesagt, ich mache das jetzt hier im Stream als Ersatz dafür, dass wir heute nicht Pen und Paper machen konnten. Normalerweise würde ich das hier sowas offscreen machen, weil es ist jetzt nicht das Spannendste. Wo steht denn ihr?
Ein Schützenteam. muss ich auch erklären, das sind meistens zwei Leute, die zusammenarbeiten, die passen aufeinander auf. Und das ist auch dann hier so aufgebaut, dass man zwar die Gruppe selbst passt auch aufeinander auf, aber die beiden, die im Schützenteam sind, die achten wirklich aufeinander mitten im Gefecht. Ne? Also die gehen auch nicht weg auseinander von sich. Ja, das stimmt, man kann sich unterhalten. Ich kann Fragen beantworten, wenn ihr Fragen habt, nochmal zu Regeln oder so. Du bist am Rand einer Strahlungszone in Nevada aufgewachsen. Amerika ist verstrahlt, ne? Aufgewachsen. Du warst von Strahlungseffekten fasziniert. Cool, der wird zerfressen, er stirbt an Strahlung. Wow, ist das cool. Es gibt ja einen Charakter, das will ich nochmal erklären. Ich zeige ihn euch nicht, weil ihr ihn ja auch treffen werdet. Aber ich musste so lachen. Weil jeder NPC, ne, in diesem Buch, der wichtig ist oder halb wichtig ist, der wird hier aufgeführt und mit seinem Lebenslauf versehen. Und hier so kann man mal kurz sehen, hier sind so Bilder von NPCs und so weiter, die man treffen kann. Und hier ist auch ein, ich sag jetzt den Namen nicht, das müsst ihr dann selbst rausfinden. Er ist auch so ein Soldat, ne, den man trifft, und der hat die Persönlichkeit Sargnagel. Da denkt man sich erstmal, was ist das für eine Persönlichkeit? Und dann kommt sein Lebenslauf. Im Bootcamp war er der Typ, der... Okay, weißt du was? Ist egal. Das Ding hat nicht funktioniert. Du bist gestorben und es hat ihn aufgefressen. Er ist tot, okay? Und dann Motivation und Ziele. Warum liest du das noch? Er ist tot. Ich fand das so geil. Die haben ja auch die Werte. Alles 0, 0, 0. 0. Talente. Die Radieschen von unten betrachtet. Hey, die haben so einen Meta-Witz da reingemacht, das ist unglaublich. Wenn ihr ihn trefft, zeige ich es euch. Das ist auf jeden Fall klasse. Ja, sowas Ähnliches, ne? Also, er hat einen Namen, ne? Irgendwann mal findet man ihn aber tot, ne? Und da hat sich keiner Mühe gemacht, jetzt noch einen Lebenslauf reinzumachen, weil egal was passiert, egal was er tut, er wird tot sein. Das ist so klasse. Warum liest du das noch? Er ist tot. Ich finde das so. Also da hat jemand sich ein bisschen Meta-Humor reingehauen. Günther, der nichts konnte, ja so ungefähr. Angeschlossen, genau, ja. Da wollte ich ja jetzt weitermachen.
So. Ach du Scheiße. Was ist das denn für ein... Du wurdest von... Quinitricetylin. Okay. Ja, also wer Mason spielt, muss das auswendig können. Er muss das aussprechen können auch. Ah, nicht Schrott, sondern Schutt. Okay. Also es wird auch Atombomben geben, ne, in diesem Spiel. Ja, das Handout, ich war erstmal überrascht. Ich so, hey, ich habe hier kein Handout, ne? Und das hier ist das Handout. Und auf der Seite ist eine Karte. Und man kann es auch noch aufklappen und da ist auch noch mehr Karte drin. Das sind die Spielkarten. Weil wenn man das am Tisch spielt, hat man diese Karten. Ich zeig's mal kurz. Eine Karte kann ich nämlich mal zeigen. Zum Beispiel hier, das ist so die Weltkarte, wo der Ort spielt, ne? Die Kolonie, wo es spielt. Und für alles gibt es eine Karte, für jeden blöden Ort. Und das würde man dann auf den Tisch legen. Und darum soll man da nicht auf die Rückseite gucken. Ja, San, ich weiß. Das Schlimme ist, San, wenn du dir das anguckst, darfst du niemals da wieder mitspielen. Außer du spielst den Verräter irgendwann, wenn es einen Verräter gibt. Im Grunde gibt es keinen richtigen Verräter, glaube ich. Jedenfalls nicht unter den Spielern. Es gibt immer Arschlöcher, aber ob man das als Verräter, kommt auf den Standpunkt an. Ja, wenn du es kennst, kannst du ja nicht sagen, nö, ich habe keine Ahnung, was hinter der Tür ist, oder? Aber ich muss auch sagen, ihr werdet nicht alles finden, ne? Ja, ich schenke dir ein Weltraumpferd. Ich hatte wirklich heute Abend, heute vor, wenn wir heute Dungeons & Dragons gespielt hätten, wäre ja der nächste Tag gewesen, ne? Und ich hätte wirklich gesagt, dass dein Charakter von Weltraumpferden geträumt hat. So, Kolonie, du...
Also hier braucht man das mit der Rückseite nicht zu erwähnen, weil es hier nicht in Foundry sein muss. Ach, Mann, du musst dir die Filmszene wirklich mal angucken. Die war sogar im Trailer mal zu sehen. Ich glaube, den zweiten Trailer von dem Film war das zu sehen und das hat mich geschockt. So, haben wir denn jetzt alles? Beschreibung, Inventar, habe ich... Ich guck noch mal, ob ich im Sprung... Also Granatwerfer... Wie macht man das denn hier? Also der Granatwerfer soll bestimmte Art von Munition kriegen. Die Intensität, Schaden 9, ja. Bonus 1, ist alles drin. Ja gut. Es ist eine einmalige Waffe. Also das ist so ein Wegwerf-Raketenwerfer. Das macht man einmal und schon ist es weg. So. Hier haben wir nochmal Nemesis, ne? Das haben wir ja letztens gespielt. Wen haben wir denn noch, ne? Ah, ne, es ist, soweit ich das jetzt verstanden habe, diese Munition hat ja eine Intensität von 9, also Schaden. Es hat aber auch eine Explosionsreichweite auf kurze Distanz. Das heißt, wenn du das irgendwo hinschießt oder so Leute, dann fangen die an zu brennen. Das ist nämlich so eine Brandgranate. Und die, wie gesagt, es funktioniert nur einmal, dafür ist es sehr heftig. Okay, wen haben wir denn noch? Also, wo ist denn die Liste? Da ist die Liste. Mason haben wir jetzt. Haben wir jetzt. Jetzt machen wir Dante. Ich muss zugeben, neben Chaplin ist Dante mein Lieblingscharakter. Und ich bin sowas von froh, dass ihn jemand spielen möchte. Löffelstil möchte ich spielen. Gut, schauen wir mal. Wo ist sie denn? Also ich will mir noch mal was nachgucken, die ganzen... Waren das hier? Nein, wo waren die Listen? Hier waren die Listen. Alien Tables. So, ich zeige euch mal was. Und zwar... zum Beispiel die... Nee, machen wir mal hier einfach hier die... kritischen Verletzungen. Ich musste das alles im Code, ne? Es ist ja ein einfacher Code, musste ich das alles in Deutsch einschreiben. Das hat gedauert, das hat über eine Stunde gedauert, diese blöden kritischen Verletzungen eigentlich zu machen. Und zwar auch für die Synthetics. Wenn ich jetzt Wurf machen würde. Hier zum Beispiel zerstörte Bein-Servomotoren. Also es ist nicht viel wenig gewesen, sonst ist alles nämlich in Englisch gewesen. Und dann gibt es auch noch Subtables, die ganz witzig sind. Ich weiß nicht, wer das hier sortiert hat, aber manchmal muss ich nämlich hier Subtable, Critical, hier nochmal so... Weil in der Tabelle nochmal eine Tabelle... auf eine Tabelle zugegriffen wird und die muss auch nochmal gemacht werden und ich weiß nicht, warum die hier versteckt wurde. Ne? Das
Als Wirtschaftsinformatiker könnte ich kotzen, wie jemand hier die Datenbank sortiert hat. Das ist völlig nervig. So, aber ich wollte ja jetzt Dante machen, ne? Dante, wo haben wir denn Dante? Hier. Private, First Class, Dante. Ja, auch mal weg. So. Und sie hat nämlich als persönlichen Gegenstand gefaltete Entlassungspapiere. Ja, wenn sie die Entlassungspapiere hat, warum ist sie denn noch da? Ah ne, das sind die Entlassungspapiere aus dem Krankenhaus. Kumpel ist Hammer. Also hier Antimate, das ist Dante ist dein Kumpel. Weißt du, ich weiß, ne? Aber sagen wir mal so, ein Wirtschaftsinformatiker sollte seine Datenbanken kennen. Also das sind die Ordnungsfreaks für Datenbanken, dass die Daten richtig sortiert werden. Ich habe so lange schon den Beruf nicht mehr ausgeübt. Ich weiß nicht, ob Dante ein Zwerg ist. Zur Löffelspiel hat nicht mitgemacht, kriegt also keine Storypunkte, muss ich die Storypunkte also noch verdienen. Wir gucken mal, was ist denn, ob ich die erste Motivation erwähnen kann. Weil normalerweise sind das so Karten. Die würde man am Tisch, würde ich dann so Karten rübergeben, hier deine Motivation. Ja, die Entlassungspapiere, genau, die werden hier nämlich erwähnt. Es ist ihre letzte Mission, weil sie ist eigentlich schon fertig mit ihrem Dienst. Genau. Man will noch mal gut aussehen, sozusagen. Okay. Passt auch zu Hammer, ne, der auch immer sagt, hey, wir sind die Besten der Allerbesten und wir müssen das machen, ne. Gut. Schauen wir uns mal die Fertigkeiten an. Also sie hat 2 Talente. Oh, sie Wappen. Wappen. Sie hat ein Wappenspezialist. Nein. Weapon Specialist. Ja, genau. Gucken wir uns das mal an. In unserem kleinen Büchlein. Waffenspezialisierung. Mit dieser Art Waffe kämpfst du schon so lange, dass du sie blind beherrschst. Suche dir ein Waffenmodell aus den Listen in Kapitel 6 aus. Bei ihrer Verwendung erhältst du einen Modifikator von +2. Du kannst das Talent mehrfach... Hier ist +2 wieder richtig, weil du 2 Würfel mehr kriegst. Ja, der Dienst muss ja einen großen Knall enden, genau. Du kannst das Talent mehrfach wählen, bestimme dann jedes Mal ein neues Waffenmodell. Du kannst dich auch auf unbewaffnete Angriffe spezialisieren. Also, man kann mehrere Waffen-Spezialisierungstalente haben, aber hier ist nur eine. Worauf ist sie denn hier spezialisiert? Ich würde mal vermuten, Impulsgewehr, ne? Na gut. Upsala. So. Der Dienst muss immer mit dem Knall enden. Ja, aber man merkt hier schon, jetzt ist es eher so ein, einfach ein Marines-Trupp, ne? Ein Marine-Trupp. Hier ist zwar auch ein Arzt drin, ne? Und vielleicht ist auch ein Pilot ist drin. Also jemand, der Fahrzeuge lenken kann. Also es ist aber eine Marine-Spezialisierung hier.
offiziermäßiger, also es wird angekreuzt, die anderen Sachen, ne? Und man merkt, das ist mal eher, hier kann gekämpft werden, ne? Es, ich muss auch sagen, es ist das erste Mal, dass ich diese Art von Alien-Spiel dann spiele. Weil man kann zwei Arten von Alien-Missionen spielen. Ja, Pilot ist beste Klasse. Es gibt dieses, was ich mit euch jetzt am meisten gespielt habe. Es ist ein oder zwei Aliens. Es ist sehr, ihr seid in einem begrenzten Raum, müsst da irgendwas erledigen, abhauen oder irgendwie überleben. Ne? Hier ist es ein bisschen freier. Hier ist es eher so auf Aliens, also aus dem Film Alien 2 ausgelegt, dass es auch mal zu härteren Kämpfen kommen kann. Ne? Was das jetzt für Kämpfe sind, sagen wir mal, werdet ihr feststellen. Ne? Es wird auch, es kommt drauf an, was ihr tut. Ne? Ihr könnt natürlich auch durch das ganze Spiel schleichen, wenn ihr möchtet. Ne? Das ist auch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, Hammer würde das jetzt nicht so gern wollen. Ne? Es ist eure Entscheidung, wie ihr das spielt. Ne? Und ich muss mich dem anhören. Ich verstehe es ja hier dran, was er hier gemacht hat. Nee, hier ist es auch wieder nur allgemein. Gut. Machen wir raus. Waffenspezialisierung. Und dann hat sie noch harte Schale. Das ist aber keine allgemeine, es ist Karriere. Das ist doch ein allgemeines. Hä? Bante? Oder habe ich das schon mal übersetzt? Oh, ich glaube, ich habe das schon mal übersetzt. Genau. Harte Schale, ja, hier. Habe ich schon mal übersetzt für die anderen. Siehst du? So einfach geht das. Ich muss sagen, würde ich mal spielen. Ja, warum schleichen und keine Gegner mehr da sind? Ja, genau. Würde ich mal. Ich habe ja im Grunde noch nie als Spieler Alien gespielt. Ich denke, mein Charakter wäre eher der Konzernagent. Ich bin eher wirklich so eine Art Spieler. Ne? Also es ist für mich so mit Zweideutigkeiten, Manipulation. Das wäre so meins. Oder der einfache Mechaniker. Also Maschinist. Wer weiß, ob ihr je erleben werdet, wie ich als Spieler fungiere. Da müsste ja einer von euch mal leiten. Ja, Sun, das könntest so. Ich könnte dir Zugang hier zu dem Programm geben, wenn du das möchtest. Und könntest du auch mal versuchen, Spielleiter zu sein. Ja. Weißt du, wie lange ich für mein allererstes. Für meine allererste Sitzung als Spielleiter habe ich 10 Minuten Vorbereitungszeit gehabt. Es war. Ja, er wird Star Wars leiten, ne? Mit dem Schwerpunkt Weltraumpferde, Ausrottung oder so. Ey, als ich das erste Mal geleitet habe, war ich auch nicht geübt, ne? Das war für mich eine Katastrophe. Die Tipp, den man am Anfang geben kann, es muss nicht perfekt sein. Ne? Du darfst Fehler machen. Und ich würde, wenn du wirklich keine Ahnung hast von irgendwas, würde ich dir auch so ein offizielles Abenteuer vorschlagen. Also, dass du irgendein Abenteuer spielst, vielleicht so eine Art Startabenteuer, die lesen sich leichter, da stehen auch Tipps drin, wie man was macht, ne, und sind eher geradliniger, das ist dann so. Ach, du wirst doch keinen enttäuschen.
Weißt du, nach jeder Sitzung denke ich auch, hoffentlich habe ich es heute gut gemacht, hoffentlich war es das. Hoffentlich hat es Spaß gemacht, genau. Also. Die hat hier auch einen Launcher. Wo hat die denn her? Die hat auch so ein. Das ist aber kein Wegwerfding. Ach, das war die Spezialisierung. RPG, genau. Darum habe ich alle. Dann kann man das hier nämlich noch machen. So, dann vergessen wir auch das nicht. So. Das ist nämlich ihre Waffenspezialisierung. Dann kommt sie schneller voran. So, was hat sie nämlich an Rifle? Normale Pulsrifle, die normale Waffe, Dienstpistole, Granatenlaunch. Sie hat nochmal so ein Wegwerfding noch. Das ist ein Flugabwehrgeschütz, ne? Ja, der RPG-Launcher, oder? Sieht nach Flugabwehr aus. Yep. Okay, ihre. Ihre Persönlichkeit ist geschwätzig. Das wäre eigentlich so der Charakter für Tamtam, ne? Also das glaube ich eher. Das wäre so ein Tamtam-Charakter. Oh, da kommt die Musik. Sie ist auch Zugangstechnikerin, also sie ist auch hier jemand, der einige. Warte, da muss ich nochmal die Fertigkeiten gucken. Fernkampf sehr hoch, Ausdauer, Nahkampf, schwere Maschinen, ja, hat sie auch sehr gut. Du bist zusammen mit Hammer im Sturmteam. Er ist ja der Kumpel, ne? Das gehört ja dazu. Ach ja, Sun, ich glaube, du hast es schon gemerkt. Ich habe einen neuen Bot ins Discord getan. Mein alter Bot, also der läuft auch noch, Me Too. Damit er diese Option hat, die ich jetzt eigentlich wollte, dass er zum Beispiel sagt, wann ich mal streame, da das bei mir ja nicht immer so punktgenau ist. Da hätte ich nämlich ein Abo ablegen müssen. Was für ein Schwachsinn, ein Abo her. Das ist, dieser Bot, der macht das kostenlos. Und ja, ich hoffe, er nervt nicht. Ich teste ihn nämlich auch jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob ich ihn mit dem Befehl add everyone machen soll oder nicht. Du meinst Gesundheit 7? Ich guck mal. Stimmt schon, das ist auf Stärke ist eigentlich 7.
Es kann aber auch sein, dass die anderen. Wo steht denn hier? Ist so eine Gesundheit. Bin ich blind? Traglast. Steht hier gar nicht. Weil eigentlich wäre es wirklich Stärke, also Gesundheit 5. Ja, steht hier auch, Gesundheit 5. Dann hat er, guck mal, genau das ist es nämlich. Nein! Nein, ich hätte speichern sollen. Ah, jetzt muss ich das nochmal schreiben. Ja, Gesundheit 5. Sonst hätte er nämlich die Talent gehabt, harter Hund oder so. Vielleicht hat das jemand falsch verstanden oder so. Ja, es ist ja so, dass so at everyone Befehle, jetzt muss ich das normal schreiben, zu kotzen. At everyone Befehle sind ja nicht immer gerade die beliebtesten. Ich wollte es ja schon vorher mit dem anderen Bot, aber ich wusste, erst Tamtam auf ihrer Seite hat mir gezeigt, da gibt es ja einen Bot, der das mal kostenlos macht. Ja, man kann es ja ausstanden. Ich hätte ja gern einen festen Streamplan, aber das kann ich leider nicht. Ich habe das schon oft versucht. Bis auf hier so vereinzelte Sondertage, wie jetzt so Pen und Paper, kann ich nicht so grob immer sagen, dass ich jetzt an dem Tag das mache und so weiter. Dafür ist mein Leben zu unbeständig. Ach ja, Befehl ein. Ja, Ultimate. Unterdrück's einfach. ich hatte zum Beispiel bei jetzt unserer letzten Alien-Sitzung habe ich einen Fehler gemacht. Ein Fehler zugunsten von Sun natürlich. Weil das leider im Regelbuch auch nicht so explizit erklärt wird. Und zwar, Sun lag ja, wurde ja beim zweiten Angriff von einem Alien auf den Boden geworfen. Und das Alien war über ihm. Und er hat ja diesen Nahkampfangriff gemacht. Da habe ich zwei Fehler gemacht. Der erste ist, wenn man auf dem Boden liegt, kann man keine Nahkampfangriffe machen. Das heißt, du hättest erst aufstehen müssen. Das Problem war, dass es scheiß Vieh lag auf dir. Das hätten wir anders lösen müssen. Zweitens, ein Nahkampfangriff macht nicht im Wert der Stärke Schaden. Dann wäre ja die Stärke, da wäre ja Nahkampf viel zu OP. Ein Nahkampfangriff, wenn du jetzt nicht gerade ein bestimmtes Talent hast, macht im Grunde nur einen Schaden. Bei Androiden macht es zwei. Ja, weil das nie aufgetreten ist. Ich kann nicht jede einzelne Regel im Kopf haben. Weil ich hatte ja auch im Kopf, du würdest jetzt auf dem Boden liegen und versuchst den wegzuwerfen. Ne?
Ja, im Zweifel zugunsten des Spielers. Ne? Und eine Sache hatte ich auch vergessen, aber das war jetzt nur eine Kleinigkeit. Am Ende jedes Alien-Abenteuers muss ein Charakter, also ein Spieler, der überlebt hat, einen Text vorlesen. Den Text würde ich dann einem geben. Das ist sowas wie Alan Ripleys letzte Meldung sozusagen. Du sagst im Grunde, was passiert ist, dass alle gestorben sind oder wie viele noch gerade überlebt haben. Also zwei haben überlebt und so weiter. Gibst dann so Daten ab und sagst, dies ist die letzte Nachricht von so, so und so und so weiter. Ne? Und das hatte ich vergessen. Das hätte noch so ein bisschen Stil gegeben. Ne? Das hättest du dann vorlesen müssen, Sam. Weil du im Grunde der Einzige, der noch wach war. Hier werde ich es nicht vergessen. Hier habe ich es mir nämlich noch aufgeschrieben, den Text. Der steht nämlich auch am Ende. Und das ist... Es sei denn, niemand hat überlebt. Dann muss ich es vorlesen. Ja, du bist immer noch wach. Die nächste, noch bist du nicht gestorben. So, Eigenbeschuss. Aber das sind zum Beispiel, außer wenn du einen Bart nimmst, genau. Also das sind zum Beispiel so Beispiele, wo ich auch sage, hey, ich mache auch Fehler oder dann machen wir das halt so. Ne? Und wie gesagt, ich kann nicht das ganze Buch im Kopf haben. Vor allem muss ich auch sagen, es gibt manchmal ein paar Sachen in dem Regelbuch, die stehen nicht genau an der Stelle, wo sie stehen sollten. Wie oft ich nachschauen musste, was passiert jetzt eigentlich, wenn du null Gesundheit hast, ne? Eine kritische Verletzung, aber nur erschöpft bekommst, das heißt, du bist einfach erschöpft, wie kriegst du denn neue Gesundheit? Ne? Also das wird nicht so explizit erklärt, und das muss man erstmal suchen. Und das fand ich ein bisschen nervig, weil es gerade wichtig ist halt. Ja, das Regelbuch gibt einfach nur ein paar Informationen und so weiter. Und man muss sich auch die Gegebenheiten anpassen. Das stimmt schon. Das muss man auf jeden Fall. Ich bin immer froh, neue Regelbücher zu bekommen. Weil wenn die jetzt... Bald kommt noch ein neues Abenteuer. Kommt jetzt auf Englisch raus. Darum bin ich froh, dass wir jetzt hier Zerstörer der Welten erstmal machen. Ich speichere das lieber ab, bevor ich das noch weitermache. Weil irgendwann mal würde ich dann das nächste Abenteuer machen. Und für jeden Beruf soll dann so ein dickes Buch rauskommen. Für jeden einzelnen Beruf. Und ich hoffe, die ziehen das durch. Vor allem, dass Ulysses das durchzieht. Dass die nicht plötzlich in der Mitte sagen, hey, wir werden jetzt keine Bücher mehr übersetzen. Und die bringen wir nicht mehr raus. Sowas mag ich gar nicht. Das haben sie bei Star Wars gemacht, da bin ich bis heute sauer. Und darum habe ich auch Angst bei Star Trek, dass sie das machen. Also ich habe bis jetzt Star Trek noch nicht geleitet und deswegen werde ich auch April, Mai, Juni, mal dazwischen grätschen und mal einen One-Shot anbieten für Star Trek. Weil das habe ich bisher noch gar nicht geleitet mit euch. Und ich würde auch gern einmal mal Star Trek machen. Wir haben jetzt einen vollen Monat. Ne? Irgendwas wird sich, glaube ich, dann beendet sein auch. Und dann nehmen wir mal einfach so ein, so wie beim letzten Alien-Ding, dass wir einfach mal sagen, hier, ich biete das mal an. Dass man sich das auch mal anguckt. Finde ich. Ja, da bist du der Steuermann wahrscheinlich, der Con-Offizier hier alles. Das sehe ich ja, so Captain, so Tom Paris-mäßig. Ja, ich bin Pilot, genau. Du steuerst das Raumschiff.
Sun, das würde nämlich auch bedeuten, du darfst dir das Raumschiff aussuchen, ne? Übrigens. Weil das Raumschiff ist auch so eine Art Charakter. Und es hilft natürlich beim Piloting oder beim Computer und so weiter. Und dann kannst du da mit großes Mitspracherecht, weil du einfach das Scheißding steuerst. Ja, das können wir in 2 Monaten drüber reden. Ne? Aber wie gesagt, es ist einfach mal für mich wichtig, einmal wenigstens Star Trek zu machen. Ich weiß, es ist nicht so das beliebteste. Und ihr habt ja meine Rangliste gesehen, dass im Moment Alien wirklich von den ganzen Regelsystemen mir im Moment am besten gefällt, weil es so eine Einfachheit ist. Und ich einfach Alien liebe. Ne? Also ich liebe die Bücher, ich liebe die Spiele, die Filme. Sogar den schlechtesten Alien-Film gucke ich mir gerne an. Prometheus. So, ich wollte das eigentlich weitermachen. Ja, es ist immer, man kann ja immer mal, ich weiß jetzt gar nicht, wer es war, ich hab's schon wieder vergessen, als wir ja Dune gespielt haben, hat mir einer gesagt, er mag die Regeln nicht. Ne? Er wollte das jetzt noch zu Ende mitspielen, aber er kommt mit diesen Würfelregeln nicht so zurecht und er wird wahrscheinlich Dune nie wieder spielen. kann ich verstehen. Muss man nicht, ne? Wie gesagt, ich sage ja auch, dass Dungeons & Dragons nicht mein Lieblingssystem ist, aber das liegt auch daran, dass ich einfach mit diesem System nicht viel zu tun hatte bisher. Ja, einer von den beiden war es. Ich glaube sogar Serge. Ich glaube, es war Serge. Ich bin mir nicht mehr sicher. Müsste ich nachgucken. Das Problem ist natürlich, Star Trek hat ein ähnliches Regelsystem, weil Dune darauf basiert. Es ist dasselbe, fast dasselbe System. Aber halt im anderen Setting. Aber wie gesagt, Alien ist für mich Moment einfach mal mein Liebling. Ja, ich habe bis jetzt alles, was Alien rauskam, geholt. Bis auf die offizielle Startbox, weil ich die vereinzelt schon habe. Durch damals die als Backer für das System. Darum dachte ich mir, ich kaufe mir das jetzt nicht noch. Es sei denn, irgendwann mal würde ich das am Tisch spielen. Dann würde ich mir die Starterbox noch holen, weil es da dann einfache Sachen gibt. So, genau. Die hatte hier ein Problem mit ihrem Schießarm. Es gibt ein Regelsystem, also ein Pen-and-Paper-System im Moment, was ich irgendwann mal hoffe, dass es auf Deutsch kommt. Solange kann ich nur davon träumen.
Aber ansonsten gibt es im Moment kein System, wo ich jetzt sagen würde, das muss ich mir jetzt holen, außer ich muss mir unbedingt noch das Cthulhu Grundsystem, also das Grundbuch holen. Das kostet nur 20 Euro. Das sollte ich unbedingt irgendwann mal machen. Ich habe es ja auch noch nie geleitet. Aber das System, worauf ich warte, dass es in Deutsch kommt, ist jetzt die Version 2 von The One Ring. Also das Herr der Ringe RPG, das jetzt letztes Jahr fertig gebackt wurde. Und im Moment wurde es im Deutschen noch nicht angekündigt. Obwohl es wurde angekündigt, dass es kommen soll, aber noch nicht von wem oder wann. Und wenn das kommt, versuche ich dann alles zusammenzukratzen, um mir auch das zu holen, weil es wird bestimmt ein paar Herr der Ringe-Fanboy hier irgendwann mal geben, die dann auch da ein bisschen in Mittelerde rumlaufen wollen. Als Hobbit. Ja, das ist sogar möglich. Es gibt nämlich, soweit ich das verstanden habe, gibt es das normale Abenteuer, den normalen Abenteuer, man spielt ein Abenteuer halt, ne? Und dann gibt es noch die Ringgefährten-Abenteuer, die gibt's auch. Also das ist so ein extra Regelsystem, das noch dazusätzlich kommt. Und glaube ich auch, dass man die Charaktere auch spielen kann. Und dann werde ich mir auch merken, dass du Gimli spielen willst. Aber das wird bestimmt noch ein, zwei Jährchen dauern, bis das rauskommt ins Deutsche. Weil ich habe gehört, ich habe immer ein Problem mit dem Englischen. Natürlich sage ich Bescheid, sondern ich werde dann auch sagen, ja, wer hat Lust darauf und so, wenn das kommt. Ich hoffe ja, dass Ulysses es rausbringt, weil der ursprüngliche Verlag im Englischen, der jetzt The One Ring rausbringt, ist auch der Verlag, der Alien rausgebracht hat. Dann hoffe ich, dass die da auch ein Abkommen dann haben. So. Ich komme hier nicht weiter, wenn ich so viel rede hier. Rückgrat. Synapsen. Ach so, das hier ist. Soll ich dir das jetzt schreiben? Vielen Dank, dass du das anbietest, aber im Moment ist ja noch nicht mal irgendwas raus und ein Preis ist noch gar nicht zu denken. Aber ich werde es halt angekündigen. Ne? Aber viel Spaß dir im Lurk. Das ist alles unmöglich hier. Ne?
Es erfordert. Es erfordert. Mein Gott, die hat ja großes Problem hier, die Frau. Also immer wenn sie einen Stresspunkt kriegt und die Waffe, die sie gerade aktiv in der Hand hat, entsichert ist, muss sie noch einen W6 würfeln. Und wenn sie eine 1 würfelt, schießt sie aus Versehen. Das ist ja Kacke. Das ist Kacke. Soziale Kontakte, ich habe keine Ahnung, was du meinst. Das ist alles viel zu hoch für mich. Du pass also auf, wo du das Ding hin. Das steht sogar hier. Aber das schreibe ich sogar noch ein bisschen mehr. So. So, jetzt habe ich das endlich fertig. Das hat ja jetzt lange genug gedauert. Antimate, ich muss auch sagen, ich habe auch keine sozialen Kontakte. Ich habe gar nichts. So. Aber ja, ich guck noch mal, ob die Werte richtig sind, weil das wäre ja doof, wenn sie jetzt die ganze Kacke ja nicht ver... Was dauert? 2. Beweglichkeit. 1, ja. Fernkampf 4. Ja. 2, ja, gut. Alles sonst ist richtig. Kann ich sie auch zurücklegen. So, jetzt habe ich ein kleines Problem. Jetzt müsste ich nämlich Chaplin übersetzen. Wie ihr bestimmt raus, wie ihr das bestimmt im Discord gesehen habt, habe ich da einen bestimmten Bereich, habe ich da abgedeckt. Weil es ist der einzige Charakter, bei dem ein Spoiler drin ist, den ich, finde ich doof sowas, aber ich verstehe, warum der drin ist, aber es ist, vor allem, als ich den hier eben, nee, mach's, brauchst du nicht, keine Sorge. Als ich hier dieses Ding an, der hat er nämlich hier, er tut so als, wenn ich dieses Häkchen mache, tut er so, als wäre er ein Mensch. Dann kann er nämlich Stress würfeln. Ja, zusammenreißen, du schaffst es und so weiter, ne? Wenn ich das wegmache, kann er keinen Stress würfeln, weil er es ja nicht braucht. Das ist für Synthetische, die zu tun, als wären sie Menschen. Finde ich gut. Das kam erst vor kurzem, als ich das erste Mal ja das an Streitwagen der Götter gemacht habe. Da ist ja so ein Synthet bei, der so tut, als wäre er einer. Ein Mensch. Da hatte ich die Option noch nicht. Das gut, aber ich werde jetzt erstmal die ganzen normalen Sachen machen. Wieso hat der hier eine Motivation?
Ach, das ist sein Personal. Ach so. Jetzt merke ich das auch, dass der, ihm fehlt dieses Personal, Personalgegenstand hier, ne? Das haben wir in die Motivation reingemacht. Okay. Mal statt so. Aber er ist der Beruf Arzt, ne? Das ist wenigstens schön. Ich bin immer froh, wenn ein Arzt dabei ist. Das ist, da muss ich nämlich nicht so drauf achten, dass ich einen NPC irgendwie einbaue oder so. Das war, wo steht der persönliche Gegenstand? Klebe. Achso. Persönlicher Gegenstand. Klebeblock mit falschen Charlie Chaplin Schnauzbärte. Ja, was er wohl damit macht, ne? Oh, da habe ich Schnauzbärte geschrieben. So, okay. Also ein Kumpel ist Mason. Warte mal, hat der denn die richtige Gesundheit? Der hat die richtige Gesundheit. Er hat ja Stärke 6, Geschick 6, weil Syntheten können über den Wert 5 gehen, aber nicht höher als 8. Also 8 ist schon das Maximum, dann sind aber die anderen Werte auch nicht höher. Stärke und Geschick 6 ist eigentlich recht gut. Ich glaube, beides habe ich schon mal übersetzt. Feldarzt und Bodyguard. Also erstmal machen wir mal Feldarzt. Nee, habe ich noch nicht übersetzt, Feldarzt. Machen wir das aber mal. Feldarzt. Antimate, du kannst immer noch Fragen stellen oder sonst was, was dich interessiert. So. Wo haben wir dich denn? Genau. Jetzt mache ich nochmal hier die Regelbücher. Talente des Maschinisten. Oh, man kann mich ja immer fragen, sogar während des ganzen Spiels kann man mich fragen, ne? Das ist ja bei mir kein Problem. Talente des Kindes finde ich vor allem hier nicht der Beachtung wert. Ich finde das ein geiler, super Fähigkeit. Du scheinst stets unversehrt davonzukommen, wahrscheinlich, weil dir nie jemand Aufmerksamkeit schenkt. Sie darf zweimal kritische Verletzungen würfeln und sich dann eine kritische Verletzung aussuchen. Das ist eine mächtige Fähigkeit, finde ich. Kam leider nicht zustande im letzten Spiel, weil ich leider anscheinend zu wenig aggressiv als Spielleiter war. Der Einzige, der alles abbekommen hat, war hier eigentlich der Captain, der seine Eier verloren hat, und der Android, der jetzt eigentlich komplett im Arsch war. So. Aber es gibt auch Leute, ich habe mal mit ein paar Leuten geredet, die sagten auch, ein Kind fühlt sich komisch an, ein Kind zu spielen, ne? Ja, gerade Tamtam, ne, war leider ein bisschen, wie sagt man das? Wenn ich so sage, jetzt taucht das Vieh auf, rennt sie mit dem Charakter sofort weg. Ich so, was? Das kam ein bisschen komisch, fand ich. Ah, Seite 99. Achso, das ist einfach die Seite mit den kritischen Verletzungen. Du bist damit vertraut, selbst schwerste Verletzungen zu behandeln. Du erhältst einen Modifikator von +2 auf medizinische Hilfe, wenn du versuchst, jemanden einer tödlichen kritischen Verletzung das Leben zu retten. Das ist eine super Fähigkeit. Es gibt ja 4 kritische Verletzungen, die sofort tödlich sind. Ja gut, da kann man nicht mehr helfen.
Aber es gibt genug, ich glaube, 10 weitere kritische Verletzungen, die tödlich sein können, wenn man keine medizinische Behandlung kriegt, und der kann sie behandeln. Das ist alles so schön. Ich muss eine Sache sagen. Wenn man Alien spielt oder Alien leitet, die meisten kennen die Filme. Ne? Und das ist in meinen Augen auch ein kleines Problem. Weil sie wissen, was ein Alien ist, ein Xenomorph. Sie kennen das, ne? Und haben da natürlich Schiss davor, dieses Vieh. Oder wenn jemand sagt, oh, ich habe Magenschmerzen, oh Gott, ich spucke Blut oder so, denkt man, Chessbuster kommt raus. Ne? Oder sie wissen, was ein Ei ist, ne? Wenn sie so ein Ei sehen. Dieses Metawissen ist schwierig zu trennen dann. Wo war denn das jetzt? Ah, hier, Feldarzt. Das ist das englische Bodyguard. Bodyguard habe ich ja irgendwo. Und da fehlt dann dieser Überraschungseffekt. Das ist mir schon aufgefallen. Ich glaube, ich hatte mal einen, der hat Alien nie gespielt. Noch nie. Noch nie den Film geguckt oder so. Ne? Und das hat schön Spaß gemacht. Das ist so, hier, das ist das Vieh. Ne? So, ist es das Englische? Das Deutsche? Ja. Sehr schön. Gucken wir mal sein Inventar an. Er hat gar keine Waffe. Wieso hat er keine Waffe? Ja. Die Leute, die schon Pen und Paper kennen, wissen, dass Metawissen passiert ja auch bei DSA oder Dungeons and Dragons, kann es auch zu Metawissen kommen. Na, aber dann benutzt man dieses Wissen nicht. Und es ist manchmal ist es schwierig, es nicht zu benutzen. Und ich spiele sehr, sehr gern mit Tamtam. Also sie ist eine tolle Rollenspielerin, sie liebt ihre Charaktere, so verrückt sie auch manchmal sind. Ihr Problem ist aber meistens, dass sie Metawissen nutzt. Und da muss ich immer drauf achten. Weil sie genau weiß, jetzt kommt sowas. Ne? Das ist immer schwierig. Und vor allem für Leute, die so gerne schöne Charaktere bauen, ne, ist Alien nicht das beste System. Und weil die Charaktere so. Man muss nur richtig, richtig Würfelpech haben. Und man kann ungefähr nach einer Stunde sofort sterben. So komplett sterben, wenn man richtig, richtig Pech hat. Und dann ist der Charakter weg. Und muss einen Ersatzcharakter nehmen. Da hatte ich auch schon Leute, die dann immer sagen: Hä, aber ich will doch einen Charakter erstellen. Ne? Das ist mein. Das geht ja eigentlich. Man muss sich einfach darauf einlassen, dass man hier so seine Motivation und Ziele hat und dass man hier einfach so eine Art Spielfigur hat, die man spielt. Und ich war ja bisher ein sehr, sehr toleranter Spielleiter, der nicht allen sofort sterben lässt. So, jetzt hat der denn alles, was er hat? Der hat Bewegungssensor. Hier, der hat den Motion Tracker bei. Das ist cool. Das hat zum Beispiel keiner im letzten Spiel gemacht. Ne? Er hat den Motion Tracker gefunden. Elektrowerkzeuge. Du kannst die Ziele auch komplett ignorieren. Natürlich, es ist deine Art zu spielen, ne? Aber ich gebe dir dann keinen Storypunkt dafür. Es gibt noch verschiedene Arten, um Storypunkte zu kriegen. Man muss nicht unbedingt seine Ziele und Motivationen nachfolgen. Es ist nur ein Hilfsmittel.
Es macht die Geschichte vielleicht ein bisschen spannender. Das ist, stimmt, jetzt kommt hier die Beschreibung. Warte mal. So, erstmal das raus. Gut. Chaplin. Er ist ein Gefechtssanitäter. Und er ist bipolar. Moment, Gefechtssanitäter, das hilft mir doch jetzt gerade mal. Ich guck mal im anderen Regelbuch nach, in dem neuen, das ich ja leider nicht auf, als PDF habe. Sonst würde ich es euch jetzt zeigen. Aber ich will mal gucken, ob es hier eine extra Regel für den Gefechtssanitäter gibt. Weil den gibt es auch hier. Feldsanitäter heißt der hier. 56. Aber ich muss sagen, dieses Buch, das ich mir ja geleistet habe, wo die Colonial Marines drin sind, hat wirklich nur so ein Drittel neue Regeln oder erweiterte Regeln oder neue Waffen oder wie man sich in so einer Hierarchie benimmt, ne? Und zwei Drittel sind Abenteuer. Also eine richtige Kampagne mit einzelnen Abenteuern. Das ist faszinierend. Also das hat mich überrascht. So, wir haben jetzt hier den Feldsanitäter. Hauptempathie, ja gut. Body Art, Feld, ja. Du bist immer noch ein Schütze, aber du bist einer der Feldsanitäter. Also die, also ich muss sagen, die haben die Regeln schon für dieses Abenteuer, obwohl es das Buch noch gar nicht gab zu der Zeit, schon mit hineingebracht. Also da haben sie es schon gedacht, sollten wir vielleicht machen. Aber es gibt auch nur 5 neue Talente. Keiner hat was mit Medizin zu tun. Ein Talent ist interessant, Fernsteuerung. Du kannst, wenn du dieses Talent hast, darfst du aus der Ferne Geschütztürme und sogar ferngesteuerte Fahrzeuge benutzen. Also mit so einem, das ist auch in Teil 2 drin gewesen. Aber das ist natürlich auch sehr OP-Talent, wenn man kommt auf die Situation an, finde ich. Es gibt noch ein Talent für extra schwere Waffen. Zum Hacken gibt es noch ein schönes Talent. Ein bestimmtes Fahrtalent noch. Für Räder- und Kettenfahrzeuge. Und ein Talent, dass man bessere Deckung suchen kann. Obwohl es vielleicht keine Deckung gibt. Das ist, ja, das war es auch schon. Also es sind nur 5 neue Talente. Das hat mich ein bisschen enttäuscht, dass es nur 5 neue sind. Ansonsten steht im Buch auch noch explizit, wie sich diese Fraktionen, die es in diesem Alien-Universum gibt, und die Konzerne noch miteinander zu tun haben. Hier in dem Abenteuer arbeitet man nämlich für den amerikanischen Arm der Galaxie. Ich kann ihn mal kurz zeigen. Warte mal, ich speichere das mal kurz. Hier dieser amerikanische Arm, das blaue hier. Ich müsste aber mal gucken, wo es ist. Oh, das habe ich ja noch weg. Das muss ich noch wegmachen. So. Ja. Also es ist im Grunde eine der größten Fraktionen. Und dann gibt es noch die Union der fortschrittlichen Völker. Die Unabhängigen. Der Grenzraum ist sowieso westernmäßig, ne? Und die Vereinigten Amerikas.
Ja, es ist schon beängstigend, dass es mehr als ein Amerika geben soll in Zukunft. Das ist sehr beängstigend. Gut, dann machen wir aber nochmal Chaplin weiter. Ich glaube, Tamtam ist bisher die einzige, die noch keinen Charakter sich jetzt ausgesucht hat. Ich müsste sie mal fragen. Ja, ich würde dir, also Antimed, ich würde dir gern deine Ziele komplett sagen, aber das würde auch spoilern, leider. Aber ich muss, also. Du wirst deinen Spaß mit den Zielen haben und ich glaube, du würdest auch die Ziele durchsetzen. Also, da bin ich sicher. Ich glaube sogar die Ziele für Akt 3, da wirst du erstmal lachen. Also, das ist. Also wirst du lachen, grinsen, also würden wir am Tisch sitzen, würden alle dich angucken können und sagen, hey, scheiße, was hat der jetzt vor? Aber ich denke, das wird dir gefallen. Also wenn du das Ziel erreichst, da gebe ich dir 2 Storypunkte. Das ist... Ja, wenn du bis dahin kommst. Ne? Das kann natürlich passieren, dass das nicht passiert, dass du... Aber glaubt mir, hier sind genug Charaktere, die noch man dann übernehmen kann. Ich mache es nämlich so. Die ersten, die sterben, bekommen noch einen offiziellen Spielercharakter, die mit Motivation und Zielen. Wenn die weg sind, gibt es hier noch noch Charaktere, die dann auftauchen. Die haben keine Motivation, haben sie, aber keine Ziele. Und da geht es einfach nur darum, dass ihr die Motivation der Charaktere spielt. Und es ist natürlich abhängig, in welchem Akt eure Charaktere sterben. Also im letzten Akt ist es meistens schwieriger, einen neuen Charakter plötzlich auftauchen zu lassen. Das ist der Nachteil vom Alien-System. Es kann immer wieder passieren. Scheiße, mein Charakter, auf den ich mich so gefreut habe, ist jetzt so schnell gestorben. Verdammt. Ja, es gibt immer ähnliche andere Charaktere, aber ja. So. Also wenn wir das starten, werde ich nochmal erklären, was das mit diesen Schützenteams auf sich hat, weil das ist sehr wichtig. Jeder, der mal bei der Bundeswehr war, kennt das. Aber ja, man achtet immer auf bestimmte Leute, die neben einem stehen. Und mal man dann weiß, hey, mit diesem Mann, Menschen oder hier Androiden, man braucht nur einen Blick von ihm zu sehen und weiß genau, was er vorhat und so weiter. Das ist ja das Wichtige. Darum sind diese Kumpel- und Rivalen-Dinger sehr wichtig. Solche, du bist ja hier mit Dante zusammen in einem Schützenteam. Ihr habt ja auch ähnliche Herangehensweisen, ne? Der eine unterstützt den anderen mit dem anderen. Noch drunter. Also, man hat die Kompanie, das sind ja ganz viele Leute. Dann gibt es noch Gruppen, ne? Und dann gibt es natürlich die Teams. Ich glaube, bei der Bundeswehr waren es immer 3er-Teams. Hier sind es nur 2er-Teams. Die sind ja hier, zwar hier ist für Feuerkraft, medizinische Unterstützung und Koordination. Und das ist auch, das macht ihr dann auch, ne? Während der andere, der haut, bei deinem Trupp ist es so, dieses Haut drauf, ne, oder Hacken.
Also Dante ist eher beim Hacken gut, ne, und öffnet dann die Sicherheitssysteme und so weiter. Und man achtet einfach auf gegenseitig. Wenn der andere fällt, dann hilft der andere dem dann auf und so. Hier, du trittst offener als Android auf, ja, Chaplin. Also man weiß, dass er ein Android ist. Ah, jetzt verstehe ich auch den Shit. Charlie Chaplin, ja, jetzt verstehe ich's. Jetzt weiß ich auch, warum der diese Bärte hat. Ah ja. So, hier werde ich jetzt erstmal nicht weiter schreiben. Da kommt jetzt der Spoiler. Das ist nur wirklich für den Spieler erstmal sichtbar. Darum werde ich das jetzt nicht reinschreiben. Das mache ich dann später. So. Ich muss zwar später auch noch die anderen machen. Aber die lasse ich jetzt erstmal raus. Ich muss mal schauen, wo ist denn das Handout von der Frau? Wo haben sie das Handout hier versteckt? Unter Agenda? Ne, hier sind wirklich nur die Agenda-Dinger. Ja. Unter Story Club? Nein. Das hier taucht auch noch auf, das ist auch eine Besonderheit von der Kampagne. Wenn bestimmte Situationen auftreten, das kann mittendrin passieren, mitten im Gefecht oder sonst was, wenn irgendwas Bestimmtes passiert ist mit irgendjemandem oder so, dann bekommt dieser eine Story Card. Das ist jetzt unabhängig von den Story, es verändert einfach etwas das ganze Spiel, weil halt irgendwas passiert ist. Und da muss dann der Charakter darauf reagieren und das ist unabhängig von den Spielcharakteren. Das kann also jedem passieren. Diese Sachen werde ich natürlich auch offscreen übersetzen, damit ich jetzt hier nicht spoiler. Aber ich suche trotzdem.
Hier ist übrigens das ganze Ding, also das ganze Heft drin. Natürlich in Englisch. Aber hilft mir nichts. Szenario-Index? What? Achso. Steht hier irgendwo. Wo zur Hölle haben die denn das Handout reingesteckt? Ah! Ja, da ist es. Oh, da ist es. Hahaha. Okay. Das ist aber jetzt. Das ist aber versteckt gewesen. Okay. Wie gebe ich das dem. Ich muss auch mal gucken, wie ich das jetzt nur einem Charakter dann gebe. Es gibt ja die anderen, geht ja die Dings an erstmal, aber es ist jetzt nicht ganz, es ist jetzt kein Spoiler oder so, aber wie gebe ich das denn nur einem? Sonst mache ich da nämlich ein eigenes nochmal draus. Zeige Spielern, aber dann mache ich das ja bei allen, das ist doof. Dann würde ich nämlich eine Karte da draus machen. Also sowas wie, ich ziehe eine Storykarte rein. Als Item. Na, Bogen bedeutet was anderes. Das ist die Formatierung. Das ist Notizbuch, Eintrag, Bogen. Das ist so nur die Formatierung. Das hat damit nichts zu tun. Ansonsten würde ich es vielleicht in den Charakter selbst schreiben. Weil es ja eigentlich nur den Charakter selbst interessiert. Aber wo machen wir das dann? Ich könnte es auch allen zeigen, ne? Weil das ist jetzt kein Spoiler. Aber ich finde es besser, wenn es nur der Charakter liest und dann das so wiedergibt, wenn es vielleicht wichtig ist, dass diese Information rausgeht. War das Mason jetzt? Ja, das war Mason, ne? Ja. Da würde ich es hier runterstellen. Dann brauche ich das nicht mit dem Handout hier reinzuschreiben. Dann schreibe ich das einfach da rein. Also kann das ja auch noch formatieren. Wie gesagt, also wenn man es am Tisch spielt, ist es einfacher, weil man dann hier so einfach hier liest ihr das durch, ne? Aber ich habe wirklich, als ich das gelesen habe, ich so, Handout? Was für ein Handout? Ich musste das Ding wirklich suchen. Das war wirklich versteckt. So. Machen wir erstmal hier ein. Ja, natürlich. Gut. So, Infektionsausbruch aus der Vorstation, dann machen wir mal hier so ein.
Alter, das System ist scheiße. Das ist meine blöde Frage. Wer hat das programmiert? Also aus welcher Basis? Das sieht aus wie ein altes Word. Na, muss ich trotzdem nochmal. Ein altes Word ist das. Machen wir Heating 2. Kann ich das jetzt weniger machen? Ja, viel besser. So. Du kannst das auch ruhig lesen, wenn du möchtest. Ne? Das ist jetzt nicht so besonders. Also das Wort Yao Fora, da habe ich immer noch Probleme. Das ist keine Ahnung warum. Ja, es ist nur Hintergrundinformation, ja. Das dient ja auch darum, dass sie wirklich einer der wenigen ist, die sagt, hey, ich habe die Viecher schon mal gesehen. Und das steht ja auch im Charakter-Ding. Also ihr wisst schon, dass sie dieses so ein Vieh schon mal gesehen hat. Und viel ist das jetzt nicht. Also es ist jetzt kein Geschichtsbuch, was hier steht. Wie passend die Musik gerade ist. Das ist jetzt aber, das ist ein Rechtschreibfehler.
Das ist ein Rechtschreibfehler. So blöd. Gramm. Das wird mit zwei N geschrieben. Hier steht begammt. Etwas an Bord. Oder ist das irgendeine Zeit? Beginn, begann. Was hat begonnen? Was? Ist jetzt nicht gerade eine Zeitform, das ich oft benutze. Aufzulauern, genau. Ich muss sagen, ich habe schon in den Regelbüchern schon ein paar öfter Rechtschreibfehler gefunden. Ich habe auch sehr alte Rechtschreibregeln entdeckt, noch vor der Rechtschreibreform, was irgendwie darstellt, wann, wie alt der Mensch war, der das übersetzt hat. Ja, aber man weiß, was sie meint. Während eurer Untersuchung begann etwas an Bord. Eurem Team, ja, ich habe Team vergessen. Eurem Team aufzulauern. Also begann, vielleicht wurde es falsch, ne? Beginn, begann, begann. Aber begann, begann. Das ist Aufwand, halt begangen, ne? Also ich bin gerade, ich weiß nicht, das ist, entweder bin ich gerade voll am, aber begannt habe ich noch nie gehört. Während eure Untersuchung begann, begann wird mit zwei N geschrieben, oder? Boah, hey, ich habe das so oft, die Zeitform so selten benutzt. Von Beginnen, ne? Starkes Verb. Natürlich. Begannt würde da schon passen. Begannt. Ich muss ehrlich sagen, begannt habe ich noch nie gesehen. Oder nie. Also wenn ich begannt schreibe, wird das auch als falsch aufgenommen. Begannt Victionary, ich guck mal. Begannt. Zweite Person, Plural, Indikativ, Präteritum. Ja, ist klar. Von Beginnen. Ey. Zweite Person, Plural, Indikativ, Präteritum, Aktiv des Verbs, Beginnen. Deutscher geht nicht. Es geht nicht deutscher. Begannt funktioniert. Es ist richtig. Aber es kommt nur komisch vor, finde ich. Ah. Das ist wie Römer geht nach Haus, ne? Dativ, dritte Genitumform von. Das ist unglaublich. Ah, ich habe deutsche Mittelstufe gehasst. Ich hab's gehasst. Manchmal saß man da und sagte: Hä? Und wenn ich dann irgendwas geschrieben hatte und hat sie mich gefragt, ja, warum hast du denn jetzt diese Form benutzt? Ich so, ja, weil es sich richtig anfühlt. Das war die falsche Antwort dann immer. Vielleicht war es richtig, aber es war die falsche Antwort. Aber begannt, dann ist das T aber stumm, ne? Während eure Untersuchung begann, etwas an Bord eurem Team aufzulauern, dann ist das T stumm. Kann ja nicht sein, dass ich der Einzige bin, der da so einen Fehler macht. So. Überwältigt, genau. Ich wollte einen Punkt machen. Oh, ich habe Deutsch gehasst. Auch als meine Deutschlehrerin damals. Ja, wir schreiben ja, wir machen jetzt Kurzgeschichten. Ich so, oh cool, ja. Also nach den Regeln, was eine Kurzgeschichte ist, dachte ich mir. Ne, das kann nicht sein. Das.
dann schreibe ich einfach eine kleine Geschichte. Das ist für mich eine Kurzgeschichte. Jeder Deutschlehrer kommt dann, aber du musst. Ich bin jemand gewesen, der gerne Geschichten geschrieben hat, so Fanfiction oder sonst was, ne? Und die Regeln, die grammatikalischen Regeln oder Definitionen waren mir so scheißegal. Auch als ich mal Gedichte geschrieben habe, ne? Wenn es für mich schön sich anhört oder sich wohlklingt, war das für mich richtig. Aber ich hätte dir nie sagen können, welche Regeln ich da jetzt beachten muss. Nee, ich werde nicht Alien schreiben. Ja, das ist, also ich habe, wir hatten damals in der Mittelstufe jemand, der zwar in Deutschland geboren wurde, also ursprünglich aus Hongkong kam, ne? Wurde in Deutschland geboren, hat auch Grundschule, all das gemacht, hatte trotzdem bei, naja, er hat mit seiner Familie halt nur Chinesisch geredet. Und die Eltern haben nie Deutsch gelernt, was ein anderes Thema ist. Er hatte wirklich am Anfang Schwierigkeiten, Deutsch zu sprechen, ne? Und ich hatte mal irgendwann mal nach ein paar Jahren, das war kurz vor Ende der Mittelstufe, mit ihm darüber geredet, ne? Dass die ganzen Zeitformen und die ganzen Variablen, die man für fast jedes Wort hat, für jedes einzelne Wort ganz anderes ist, fand er so schrecklich als nicht deutschsprachiger. Und Englisch war für ihn viel einfacher zu lernen natürlich, weil dort die ganzen Zeitformen sich einfacher sind halt. Ne? Und da habe ich das Verständnis für gewonnen, dass jemand, der nicht die deutsche Muttersprache hat, weil ich mit diesen schwierigen Regeln seine Probleme hat. Weil wenn wir schon als Deutsche, sogar ich jetzt gerade diese Zeitform nachgucken muss, weil mir das einfach nicht richtig anfühlt, ne? Und dann standen da sechs lateinische Begriffe, um die Regel zu definieren, denke ich mir, wer hat euch ins Hirn geschissen? Ne? Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ne? Und ich bin froh, dass ich Deutsch nicht als Fremdsprachler lernen musste. Weil viele Sachen spreche ich natürlich aus oder ich schreibe es so hin, weil ich einfach das Gefühl dafür habe. Aber ich habe auch Verständnis für halt dadurch entwickelt, dass einfach die Leute nicht verstehen können oder sich nicht so tief damit beschäftigen wollen, weil das wirklich extrem schwer ist. Okay. Du willst das Einzige. Ein Rettungsteam.
Ist sogar sehr schön, dass man runterscrollen muss, um das erst lesen zu können. Das ist gar nicht mal schlecht. Ja, ist auch alles supi. Aber wie gesagt, sprich damit über einen Deutschlehrer mal. Also die können da sehr, sehr hartnäckig sein. Ich habe mal mit jemandem geredet, der zum Beruf Übersetzer ist, von Englisch ins Deutsche. Und der muss natürlich auch auf diese Regeln noch achten, weil er ist ja auch ausgebildeter Dolmetscher, der hat das studiert. Arme Sau. Aber für ihn ist zum Beispiel, wenn er nach Hause kommt und sowas wie jetzt hier spielen möchte, will er noch nicht noch mal in seiner Freizeit Englisch Texte vor sich haben. Ja, dem geht das. Auch ich bin so jemand, der viel mit englischer Sprache zu tun hat. Ich mag Englisch nicht. Es ist eine sehr grobe und raue Sprache in meinen Augen. Und wenn ich dann nach Hause komme, möchte ich nicht noch englische Texte lesen und die dann noch im Kopf erst übersetzen, weil das ist anstrengender, als wenn ich einfach Deutsch... Darum mache ich das hier auch gerade, ne? Weil ich muss das nicht machen. Ne? Und wenn ich dieses Programm neu installieren müsste, ne? Und ich habe keine Backups, müsste ich alles nochmal neu schreiben. Und das ist scheiße viel Arbeit, weil es kein anderer macht. Es gibt im Moment keine offizielle deutsche Übersetzung. Hier so die Steckbriefe wurden übersetzt, aber mehr auch nicht. Ja, also als ich meine Ausbildung in der Altenpflege gemacht habe, war auch unsere Deutschlehrerin aus Afrika. Und da saß ich dann da. Ich konnte besser Deutsch. Das ist jetzt nur mal so. Ich konnte besser Deutsch. Da dachte ich... Es ist... Nichts gegen sie, sie war an sich ihre Sache gut, aber es ist... So, gucken wir mal, das habe ich jetzt auch gemacht. 2,5 Stunden mache ich das schon. Das ist 2,5 Stunden, ne? Ich habe gerade mal die Hälfte von den Leuten fertig. Na gut, ich quatsche auch hier viel. Ich überlege gerade, ich muss mal schauen, ob ich einige Attackenlisten eigentlich fertig habe. Ich habe ja viele... Nee, das war bei Creatures Tables, genau. Hier, Chestburster-Attacken zum Beispiel, habe ich auch übersetzt. Das lösche ich jetzt mal, weil das ist ja nervig, dass ich das immer vertausche. Facehugger-Attacks lösche ich mal. Weil ich Facehugger-Angriffe habe ich auch ins Deutsch übersetzt. Okay, die habe ich noch nicht übersetzt. Eomorph habe ich auch noch nicht übersetzt, aber die kommen so, glaube ich, so gar nicht vor. Ja, die gesuchten. Kann ich ja mal zeigen. Es gibt die huschende Bedrohung. Na, es gibt den Schwanzhieb. Der verursacht sogar noch. Hier gibt es dann auch noch die Unterkategorie noch. Dass bei der 4 sogar 2 verschiedene Sachen passieren können. Da gibt es den Gesichtssprung, springt das Opfer an. Man muss das abwehren. Und die letzte Umarmung, das ist dann natürlich, drückt sich das Ding ins Gesicht und legt das Embryo rein. Das ist immer bei 6. Selbst Helme oder Atemmasken halten ihn dann nicht auf. Er würfelt dann noch ein 6, ich kann nicht haben, so ein W6er würfelt er noch. Und wenn er mindestens einen Erfolg hat, hat er es geschafft. Und so schnell kann das gehen. Ne? Also, das muss man sich mal bedenken. Wenn man einfach einen blöden Würfel hat, hast du das scheiß Vieh im Gesicht und dann ist das Vieh, dann ist der Embryo in deinem Bauch drin. Ne? Das.
dann sind deine Prioritäten, wenn das Vieh von dir abfällt, ein bisschen anders, ne? Weil man hat noch die Möglichkeit, das Vieh aus sich rauszuschneiden. Natürlich kommt es drauf an, mit was. Weil auch da kann man dran sterben und so weiter. So, Freaks. So, Face-Hacker. Wo sind denn die Drohnen? Ah ja, da sitzt er. Warte, dann mache ich das mal, lösche ich mal das. Weil ich die englischen Sachen lösche ich mal. Drohnenattacken, die habe ich auch übersetzt. Sehr schön. Habe ich eigentlich auch die... Hier die Subtables, hier klettert von, ah, das sind sogar drei Sachen, klettert von hinten auf ein Opfer und macht irgendeinen anderen Scheiß. Dann löschen wir das auch mal. Oh, warte mal. Ja, er hat Subtables, Facehugger, Attacken, er hat's erkannt, sehr gut. Was haben wir, fehlen hier irgendwie? Ah, hier sind sie, Soldiers. Ja, genau. Es gibt einen Unterschied zwischen Stalker, Scouts und Drohnen. Und Soldaten und Sentry, ne? Die sind ein bisschen stärker. Aber wo ist denn die Königin? Ah, hier. Oh, die muss ich auch noch übersetzen. Prätorianer, Charger und Königin. Also, wenn ihr einen von den drei entdeckt, ich glaube, dann solltest du Overkill machen. Die muss ich auch noch übersetzen. Nervig ist es beim Übersetzen, wenn hier so ein Würfel noch dazwischen ist, dann muss ich das nämlich aufteilen. Aber ich denke, das mache ich später. Kann ich dir ja mal zeigen, wie viel so eine Königin hat. War das jetzt unter Allgemeiner? Ja, Creatures. Die habe ich nämlich auch noch nicht in Deutsch übersetzt. Da ist eine Königin. Das ist nämlich ein Rang 4 Xenomorph. Hier Prätorianer auch. Das sind so die Königinwachen. Der hat schon Gesundheit 10. Hat auch Panzerung 12. Also die sind wirklich gepanzert. Das ist so ein... Ja, die sind heftig. Die bewachen das Nest. Hier ist die Königin. Zu Rang 6 Xenomorphen, ja. Das ist. Es gibt noch Rang 7 und 8, aber die sind noch nicht im Regelbuch drin. Solch das Pred Alien gibt es ja auch noch, aber das ist nicht hier drin, weil ich warte ja immer noch auf die. Predator-Erweiterung oder so. So, Gesundheit 14 hat die. Säurespritzer ist auch schon 10, also die sind heftig. Es gab aber noch einen Rang. Es gibt nämlich auch den... Das ist der Royal Facehugger. Ja, warte mal. Facehugger-Angriff ist, genau. Das ist der Royal Facehugger. Aus dem kommt eine Königin. Das ist auch Stage 2 Xenomorph. Und dann gibt es natürlich den Queen Burster. Das ist die Königin. Also aus dem kommt eine Königin. Also der ist auch ein bisschen stärker. Der hat eine bessere Panzerung, weil der ist auch ein bisschen höher entwickelter als die normalen Chestbuster, genau, kann man hier mal sehen. Als Vergleich, er hat eine Gesundheit mehr, er hat doppelte Panzerung, er ist gegen Feuer zwar anfälliger, aber dafür ist er generell halt, also der ist für Feuer anfälliger, die Queen ist mit Feuer auch ein bisschen beschützter. Also der Queen Facehugger, der ist auch ein bisschen größer. Also der ist. Rang 1 ist auch ganz witzig. Wo bist du? Da. Das ist das Ei.
Habt ihr ja schon kennengelernt, die Eier. Sonst gibt es noch Scouts, Sentries, Soldaten, Stalker. Ich glaube, Stalker war der Hunde-Typ, oder? Nee. Keine Ahnung, welcher der Hund, das Hunde-Alien war. Da gibt es noch eine Variation, das Xenomorph XX121. Das ist, das hat was mit der, der taucht einem, der kommt nämlich aus einem Virus. Ist ungefähr so die Mischung aus, wo man Prometheus, diese Viecher, durch die Viren entwickelt bekam, ne, diese Neomorphen, ist das die Weiterentwicklung, die auch so aus dem Rücken springt. Die sind nämlich auch hier drin. Das sind die Kobolde. Hm. Hier nennen sie die Neomorphic Bloodburster. Die Bloodburster, genau. Das sind die Viecher, die aus dem Rücken kommen. Das sah man in Covenant, genau. Aber wie gesagt, es braucht keine Königin, dass die Xenomorphe Eier machen können. Es gibt noch eine andere Methode, Eier zu machen. Das ist, solange es noch keine Königin gibt. Dauert halt ein bisschen länger, aber. Und ist ekelhafter, aber es muss halt gemacht werden. Ne? So, ich muss jetzt nochmal gucken. Ich könnte jetzt noch ein paar NPCs übersetzen. Wo sind die? Da sind die NPCs. Genau. Hier sind noch so allgemeine Charaktere, die man einbauen kann. Hier gibt es dann Flugzeuge. Das Ding taucht auch auf. Das Dropship. Oder hier das andere Dropship. Das taucht auch auf. Vielleicht findet ihr sogar den Panzer. Keine Ahnung. Hier ist der Panzer, genau. Der M577 APC, ne? APC. Der kann Aliens überfahren, ne? So, wir wollen aber hier noch die anderen NPCs. Genau, hier haben wir die. Colonel Mayers, wo ist er denn? Hier ist Colonel Mayers. Den werdet ihr ziemlich schnell treffen. Das ist nämlich der Kommandant vom Fort. Also der ist der oberste Befehlshaber. Er wird auch euch mit dem Auftrag versehen, also den werde ich spielen. Okay. Er hat keine Talente. Wieso hat er keine Talente? Was ist, wenn ich den spielen muss im Kampf? Ja, er ist halt Colonel, ne? Seine er ist ja manipulativ, ne? Also ist auch Politiker anscheinend. Davidovich
Das ist ein Synthet. Das ist die David, der David-Roboter. Den kennen wir da alle aus Prometheus und Covenant. Kann ich sogar mal erklären. Ein David-7-Androide, der seit über einem Jahrhundert aktiv ist. Davidovich hat als Lehrer, Bauarbeiter, Gefängniswärter und persönlicher Assistent gedient, er als Kriegsmaschine umfunktioniert wurde. Wenn seine Menschen UPB-Lenker von der also mit dem kann man reden, aber er kann auch töten. Ich muss hier wirklich aufpassen. Guck mal hier, Killer. Oh, er hat den Talent Killer? Moment. Gibt's das überhaupt? Das muss ich jetzt mal gucken. Killer. Das muss ein allgemeiner Perk sein. Da, Killer. Du weißt genau, wo du deinen Gegner treffen musst, damit er zu Boden geht und nicht mehr aufsteht. Erhält dein Feind eine kritische Verletzung, darfst du bei dem Ergebnis die 1er- und 10er-Stelle miteinander tauschen. Dieses Talent kann nur auf Menschen angewandt werden. Boah, ist das fies. Du kannst im Grunde fast bestimmen, was für eine kritische Verletzung der Typ kriegt. Ey. Das ist ja fies. Oder? Das muss ich schon mal übersetzen. Das ist ja also die Fähigkeit. Ah ne, das ist Karriere, ne? Ich brauche keine Ahnung. Healer, Killer, da ist er. Ja, der kann ihr noch was beibringen. Ihr solltet wirklich mal auch damit rechnen, Leute, es gibt auch Charaktere, die vielleicht arschig sind oder so, aber vielleicht sollte man Leute auch mal befragen. Ne? Nur mal so ganz nebenbei als kleiner Tipp. Es könnten Informationen da sein, die euch vielleicht das Leben retten. So arschig die vielleicht auch sind. Ich find's doof, dass er beim Kopieren wirklich dieses das Format mitnimmt. Field Commander. Gucken wir uns mal den Field Commander an. Ja, Tamtam ist immer ein bisschen übereifrig. Hätte euch übrigens helfen können, die Triebwerke besser zu reparieren. Weil er sie sabotiert hatte. Feldkommander? Wie heißt denn der Feldkommandeur? Wo finde ich das denn? Raumschifftechniker. Zäher Hund. Hier, Hitzköpf, ich will auch was für dich. Du magst es nicht, wenn man dir sagt, was du zu tun oder lassen sollst. Du hältst einen Modifikator von plus 2 bei Vergleichen, Würfen auf Manipulation. Okay, das könnte wirklich hier ein Talent und Maschinist. Offizier. Ist das Offiziersache? Das ist Offizier, genau.
Verwendest du Befehligen, um im Kampf um Kommandos zu geben, zählt dies als schnelle Aktion statt als langsame. Das bedeutet, dass du zwei Befehle in einer Runde geben kannst. Hm. Sie ist ja Offizierin. Dann übersetze ich das mal, wenn jemand Silver nehmen möchte. Im Moment habe ich mich ja nur auf die konzentriert, die ihr ja schon genommen habt. Ich werde natürlich noch einige andere machen. Viel Kommando. Ist natürlich auch eine coole Fähigkeit. Weil wenn du einem was befehlst, das zu machen, zum Beispiel schießen sie mir die Leute da weg, bekommst du natürlich einen Bonus auf die Würfel, wenn du diese Sache auch machst. Da hast du nämlich einen Vorteil. Das ist halt der Unterstützungscharakter hier. Fail-Kommandant, genau. Ja. 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 Bei großen Kampagnen, das hier ist eine kleine, das man sogar noch als Cinematic-Kampagne sehen kann. Darum gibt es auch hier Akte. Aber wenn man jetzt eine große Kampagne macht, dann gibt es auch Erfahrungspunkte. Es gibt eine Liste, ich entscheide, wie viele Erfahrungspunkte ihr bekommt. Das ist dann sehr abhängig von dem, was ihr macht, also eurer Motivation folgt oder nicht. Und dann kann man hier die Fertigkeiten pro ein Erfahrungspunkt um 1 erhöhen jeweils. Oder Gesundheit um 1 erhöhen, wenn du möchtest. Also das gibt's auch. Wenn ein Charakter überlebt, oder sowas hier, ne? Würde ich ihm auch Erfahrungspunkte geben, wenn du dich entscheiden würdest, diesen Charakter dann auch später irgendwo anders mitzunehmen. Dann würde ich sagen, ja, natürlich, dann kriegst du Erfahrungspunkte. Gibt ja hier auch dieses Erfahrungspunktesystem. Wenn ich dem jetzt aber das gebe, das siehst du mal hier, Campaign, also dass das die Kampagne ist. Wenn ich Story-Modus mache, macht der Cinematic. Weil das sind so unterschiedliche Systeme. Das, was wir hier machen, das Zerstörer der Welten, ist im Grunde eine große Cinematic. Das würde man zum Beispiel als zwei Filme betrachten. Vielleicht drei. Also eine Trilogie oder Teil 1 und Teil 2 eines Films. Und aber als Kampagne würde man zum Beispiel auch hier durch die Welt reisen und bestimmte Sachen machen. Da tauchen Aliens auch nicht sofort auf. Das ist sehr wichtig, weil Aliens sind ja heftig stark. Es gibt auch andere Kreaturen, es gibt Menschen, es gibt die Konzernintrigen. Es gibt sogar Raumschiffkämpfe, das gibt's auch. Das kann ich sogar mal zeigen. Das war unter allgemein, glaube ich, ne? Ja, Mother Aids hier. Space Combat Map. Dann sieht man hier bestimmte Abstände, wo ein Raumschiff gerade steht und so weiter. Da wird das auch benutzt. Das taucht wirklich in Kampagnen eher auf. Und für Kampagnenerstellung gibt es hier auch wirklich viele Informationen in dem Regelsystem. Genau. Aber ich denke, ich werde jetzt auch nicht mehr viel übersetzen. Ich habe jetzt die Charaktere, die jetzt gespielt werden, habe ich jetzt eher übersetzt mit den Talenten. Wie gesagt, es fehlt noch Tamtams Charakter. Ich werde natürlich alle Charaktere noch übersetzen, die da sind,
für als Ersatzcharaktere, wenn einer stirbt. Ich sollte mal hinschreiben, Tamtam. Tamtam ist ja immer noch mit diesem Ding, der ich will ein Alien als Hund haben. Es gibt Hundefänger von Valiant Yutani. Ja, gibt es. Die versuchen, Aliens Leben zu fangen, so nennen die sich. Aber das Regelsystem, dass man wirklich so ein gezähmtes Alien hat, auf irgendeine Art und Weise, hab ich noch nicht. Naja, die Actors hier, genau, Vehicles, genau, hier kann man nämlich nochmal, kann das auch, glaube ich, draufziehen, genau, ja. So macht man das mit der Space Map dann. Die das hier ist zum Beispiel für Kampagnen. Soul-System und so weiter, aber da würde ich dann, glaube ich, mein Regelsystem benutzen und nicht hier drin. Streitwagen der Götter, das habe ich mal eingefügt alles. Da hatte ich die Sache noch nicht. Hope Last Day, das ist auch ein Abenteuer. Das ist das Abenteuer, was im Grundregelwerk ganz hinten ist. Also nicht lesen sollte jemand da mal als Spieler dabei sein, weil das hat was mit. Das sind so die letzten Tage der Kolonie aus Aliens. Was da jetzt, das ist sozusagen die Vorgeschichte für den Alien-Film. Ist auch ganz nett. Nicht sehr lang, dauert nur 3-4 Stunden oder so. Man sieht auch hier, es sind ganz wenige Spieler. Dann gibt es noch die Novogrod. Ist auch im Grundregelwerk mit drin. Da ist eigentlich eher nur ein Beispiel, wie so eine Raumstation aussehen kann und dass man da ein bisschen spielen kann. Ich habe vor kurzem die komplette Karte der Sevastopol-Station mir mal besorgt. Darum habe ich die schon mal hier reingemacht. Die kennt man ja aus Alien Isolation. Und ja, das kann man auch nachspielen, was da passiert ist. Oder abändern oder sonst was. Das wäre aber wieder so etwas Größeres. So. Dieser Stream gerade heute war jetzt einfach, weil ich aus persönlichen Gründen konnte ich heute nicht rechtzeitig hier sein, damit wir D&D weiterspielen konnten. Gothic und also die Gothic Story in D&D. Und darum wollte ich einfach irgendwas noch machen, was mit Pen und Paper zu tun hat. Einfach als kleiner Ersatz. Vielleicht, ich hoffe, es war ein bisschen informativ, ein bisschen hinter die Kulissen geschaut, was ich eigentlich so mache ab und an. Du hast, Antimate, du hast zum Beispiel vor einiger Zeit mal gesagt, dass ich so oft im Programm war. Ne? Das war alles, um hier zu übersetzen. Das hat einfach gedauert. Ja, das kann man gut machen, um ein paar Gespräche zu haben. Und sollte irgendjemand mal hier sein, der die Regel wissen will, kann ich hier mal kurz einblenden, die Regelbücher, ne? Kann man mal sehen, hier so. Das ist alles die Hölle. Grundbegriffe, Würfel ablegen, also dass man nochmal darüber reden kann. Hier sind die ganzen Klassen, die Talente, Kampf, Ausrüstung. Wenn jemand darüber reden möchte, kann man das immer schnell machen. Das habe ich bei Dune gemacht, das mache ich hier. Immer wenn ich PDFs auch besitze, kann ich das gerne mal machen. Und es gibt immer wieder mal ein Abenteuer, das ich vorbereiten kann, möchte. Aber wenn ich schon dabei bin, kann ich mal kurz Player-Charaktere, Hammer, mache ich mal hier die Rechte anpassen.
hier mache ich dich als Besitzer. Jetzt siehst du auch den Charakter dann immer. Ihr seht ja immer nur das, was ich hier freischalte. Ich habe die ganzen Listen und so, jetzt gucken. Auf jeden Fall, danke, dass du da warst. Danke, dass Sander war und wer weiß, wer noch da war. Ja. Ich guck mal, wie wir hier mal ein bisschen raiden können. Wahrscheinlich ist Ranmakuns World on. Na, wir können ja mal Tamtam raiden. Immer mal Tamtam. Ich raide sie selten, weil wir ja eigentlich immer so selten so zusammen was machen. So. Komm. Auf jeden Fall. Ich mach sowas gerne mal, ohne zu spoilern, ne? Ist natürlich manchmal schwierig, so ein Hinter-den-Kulissen-Ding zu machen. Für Leute, die das ja spielen wollen. Ich will ja euch nicht die Lust verderben davon. So einfach Tamtam. Die spielt gerade Beyond Two Souls. Schöner Story. Ich hab selbst noch nie gestreamt. Wollte ich eigentlich noch. Das hatte ich immer mal vor. Darum werde ich da jetzt auch nicht lange bleiben, weil ich mich sonst zu stark spoilern würde. Aber ich hoffe, ihr habt dann Spaß dabei. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Morgen ist ja wieder Mixira Moon, Dead by Daylight und so weiter. Und das nächste Pen and Paper muss jetzt auch noch Termin gemacht werden. Ich hoffe, dass das Alien-Spiel auch ziemlich schnell kommt. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und bis zum nächsten Mal dann. Ne? Oh, in 9 Sekunden raiden wir dann Tamtam mit 2 Zuschauern. Also, bis dann.